Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jasmin Schomann und ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung Antisemitismus in der arabischen Welt, Fakten und Mythen. Wir freuen uns sehr über das rege Interesse, das es erforderlich gemacht hat, aus der Akademie hier ins Dachgeschoss des Museumsgebäudes umzuziehen. Wer von Ihnen unsere Akademieprogramme kennt, der weiß, dass wir mit unserem jüdisch-islamischen Forum, das wir nun seit gut 2 Jahren aufbauen, das Verhältnis von Judentum und Islam auf verschiedenen Ebenen beleuchten und diskutieren und so unter anderem einen Beitrag zur Stärkung der Beziehungen dieser beiden Minderheiten in Deutschland leisten wollen. Gerade auch vor dem Hintergrund des nach Europa ausstrahlenden Nahostkonflikts. Hierzu greifen wir zum Beispiel Fragen auf, mit denen sich Juden und Muslime als religiöse Minderheiten in christlich-säkularen Gesellschaften konfrontiert sehen, wie während der Debatte um die rituelle Beschneidung von Jungen im Sommer 2012. Einen weiteren Fokus bildet das Thema der sogenannten orientalischen Juden, also derjenigen Juden, die über Jahrhunderte in islamisch geprägten Ländern wie Marokko, Ägypten, Irak, Iran oder der Türkei lebten und zum Teil auch weiterhin leben. An dieser Stelle möchte ich Sie herzlich zu unserer jüdisch-marokkanischen Filmwoche einladen, die vom 8. bis 12. Mai stattfinden wird. Das ausführliche Programm entnehmen Sie bitte den ausliegenden Programmheften oder unserer Webseite. Neben all den verbindenden Themen, die einer dichotomen Wahrnehmung von Judentum und Islam entgegenwirken sollen, wollen wir im Rahmen unseres jüdisch-islamischen Forums sensible und konfliktbehaftete Fragestellungen nicht ausklammern. Hierzu zählt auch das Thema der heutigen Veranstaltung. Wir alle haben noch die Bilder der Pariser Anschläge vom Januar 2015 vor Augen. Neben der Redaktion des Magazins Charlie Hebdo wurde auch ein koscherer Supermarkt zum Angriffsziel der islamistischen Terroristen. Und ohne die Morde an den Karikaturisten im Geringsten relativieren zu wollen, so wurden sie für etwas angegriffen, was sie durch ihr Handeln in den Augen der Attentäter schuldig werden ließ, während die jüdischen Opfer durch ihre bloße Identität zum Angriffsziel wurden, was noch einmal eine andere Dimension darstellt. In Deutschland sind wir von dieser Form des gewaltbereiten Antisemitismus Gott sei Dank weit entfernt. Doch auch hier kam es schon zu tätlichen Angriffen, wie im Jahr 2012 auf Rabbiner Daniel Alter. Sie alle werden sich an diesen Fall erinnern. Die Täter sind bis heute nicht gefasst. Und auch auf Synagogen hat es schon mehrfach Übergriffe von jugendlichen Tätern mit muslimischem Hintergrund gegeben. In öffentlichen und medialen Debatten wird der Antisemitismus nun vielfach in erster Linie als ein Problem der muslimischen Migranten thematisiert und, auch das eine Facette des komplexen Themas, zum Teil für antimuslimische Argumentationen instrumentalisiert. Zuweilen kann man in diesen Debatten nämlich den Eindruck gewinnen, als hätte sich der Antisemitismus innerhalb der Mehrheitsgesellschaft vollständig erübrigt. Und die neue Rolle der Deutschen bestünde nun, überspitzt formuliert, darin, Juden vor Muslimen zu beschützen. Ein eindrucksvolles Beispiel für einen solchen Missbrauch des Themas lieferte kürzlich die AfD. Deren Vizevorsitzende Beatrix von Storch rechtfertigt die Islamfeindlichkeit ihrer Partei unter anderem mit dem Argument, antisemitische Übergriffe hätten heutzutage überwiegend einen islamistischen Hintergrund. Das entspricht zwar einer Verkehrung der realen Gegebenheiten, denn nach wie vor werden antisemitische Straftaten zu gut 90% von Rechtsextremen verübt. Die AfD hat aber, wie andere rechtspopulistische Parteien in Europa auch, erkannt, dass sie mit offenen antisemitischen Ressentiments im bürgerlichen Lager nicht mehr genauso gut punkten kann wie mit antimuslimischen. Im Zuge der aktuellen Debatte um Flucht und Asyl hat auch das Thema Antisemitismus unter Muslimen neuen Auftrieb erhalten. Und es sind vermehrt Stimmen zu hören, die davor warnen, dass sich mit dieser Einwanderung auch der Import eines Antisemitismus aus den Herkunftsländern verbinde.
Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, bezeichnete das Phänomen kürzlich gar als ein ethnisches Problem. Eine Formulierung, die, ob gewollt oder ungewollt, implizit Menschen arabischer Herkunft per se dem Antisemitismusverdacht aussetzt. Wir möchten der Sache deshalb auf den Grund gehen und ich freue mich außerordentlich, dass wir für den heutigen Abend zwei ausgewiesene Experten gewinnen konnten, die erörtern werden, wie verbreitet der Antisemitismus in arabischen Ländern ist, was für Ursprünge er hat und welche Rolle dabei der Israel-Palästina-Konflikt spielt. Ich darf Ihnen nun den ersten Referenten vorstellen. Dr. Michael Kiefer ist Islam- und Politikwissenschaftler und hat viele Jahre zum Thema Antisemitismus umfangreich geforscht und publiziert. Hierzu gehört seine Monographie Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften, der Palästina-Konflikt und der Transfer eines Feindbildes, sowie zahlreiche Fachartikel, darunter islamischer, islamistischer oder islamisierter Antisemitismus? Und ganz aktuell für das Handbuch der Religion Antisemitismus und Islam in Deutschland, Ausmaß und Herkunft antisemitischer Einstellungen bei Jugendlichen mit muslimischem Sozialisationskontext. Derzeit forscht und lehrt er am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück unter anderem zu Fragen der Radikalisierungsprävention und zum Salafismus. Michael, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank für die Einladung nach Berlin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich freue mich, dass tatsächlich so ein voller Saal hier ist. Das war ja gar nicht zu erwarten. Wir haben ja ursprünglich die Veranstaltung etwas kleiner geplant. Mein Vortrag geht so eine gute halbe Stunde und danach geht es dann weiter mit Herrn Kamil, der auch nochmal zum Thema was sagen wird. Und ich fange ein bisschen ungewöhnlich an. Es ist ja so, meine Damen und Herren, dass in vielen islamischen Gesellschaften, insbesondere in der arabischen Welt, wenn der Ramadan kommt, dann präsentieren die Fernsehsender speziell gemachte Formate, sogenannte Ramadan-Serien, umfassend meist so um die 25 Teile, die die Aufgabe haben, die Fastenzeit, die ja mitunter mit gewissen Anstrengungen verbunden ist, ein wenig leichter zu machen. Und im letzten Jahr gab es in Ägypten tatsächlich eine doch ungewöhnliche Serie mit dem arabischen Titel Haret al-Yahud, was so viel heißt wie das jüdische Viertel. Und bevor ich weiterrede, würde ich Ihnen ganz gerne einen kleinen Ausschnitt dieser Serie vorstellen, also den Trailer. Sie müssen jetzt nicht 45 Minuten arabisch gucken, also nur ein bisschen. Ja, meine Damen und Herren, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem ersten Teil dieser Serie. Und Sie werden sich jetzt natürlich fragen, warum beginne ich denn damit? Warum zeige ich Ihnen diesen kleinen Ausschnitt? Die Geschichte, die wir hier sehen, ist sehr ungewöhnlich. Zumindest für das ägyptische Fernsehen, zumindest für das arabische Fernsehen. Denn erzählt wird hier, wie so oft zu diesen Anlässen, eine Liebesgeschichte. Aber hier eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte, nämlich die Liebesgeschichte von Ali, einem ägyptischen Offizier. Und Leila, einer jüdischen Frau, aufgespannt wird diese Geschichte vor dem Kairo der 50er Jahre. Kairo wird dargestellt als ein kosmopolitisch offenes, tolerante Stadt, eine Stadt, in der unterschiedliche Religionsgemeinschaften tatsächlich gut miteinander auskommen. Und das ist natürlich schon etwas sehr Ungewöhnliches. Und es hat dann auch tatsächlich international sehr viel Beachtung gefunden, auch in Deutschland. Es gab insgesamt 3 Artikel in der Jüdischen Allgemeinen, in der Süddeutschen und in der Zeit. Und selbst die israelische Diplomatie fühlte sich bemüht, dazu etwas zu sagen. Und zwar war es die Botschaft in Kairo, die über Facebook mitteilen ließ, wortwörtlich: Wir haben bemerkt, dass Juden zum ersten Mal als natürliche, echte Menschen und Kinder Adams gezeigt werden. Wir gratulieren Ihnen zu diesem Werk. Ja, höchst ungewöhnlich. Ja, was ist da geschehen in Ägypten im letzten Jahr? Selbstverständlich wurde die Serie auch viel diskutiert. Selbstverständlich wurde auch gesagt, naja, das ist ein übles Machwerk von der neuen Militärregierung. Sisi hat Geld dazu gegeben, um diesen Film zu drehen. Es wurde gesagt, dieser Film ist produziert worden, um quasi den religiösen Kräften im Lande
eine derbe Niederlage beizufügen und vieles natürlich mehr. Aber es bleibt dabei, es ist meines Wissens tatsächlich die erste Serie, die im Ramadan gezeigt wird, in denen Juden nicht negativ dargestellt werden, sondern als ein Teil der Gesellschaft, mit dem man ganz normal auskommen kann. Ja, das ist etwas tatsächlich Neues, was wir hier im letzten Jahr sehen konnten. Meine Damen und Herren, bedeutet dies, also diese Serie, vielleicht, dass wir derzeit einen Änderungsprozess in der arabischen Medienlandschaft beobachten können? Ist der Antisemitismus zumindest in Ägypten vielleicht im Abnehmen begriffen? Das ist so eine Frage, die man ja vielleicht mal in den Raum stellen kann. Und man kann sich natürlich dann zum Zweiten fragen, bedeutet dies dann auch, dass die altgesottenen Antisemiten, die über 6 Dekaden sozusagen die Ideologie der arabischen Staaten maßgeblich geprägt haben, dass deren Tage gezählt sind? Ich will Ihnen hier mal einen zeigen, den da, ja, Herrn Mustafa Talas oder Klaas, 30 Jahre lang Verteidigungsminister in Syrien, ja, hochdekoriert, mit der Assad-Familie auf das Engste verbunden, hat unter dem Vater gedient, hat unter dem Sohn gedient, die ganze Familie übrigens auch, einer seiner Söhne war General der Garden, mittlerweile sind alle nach Paris gegangen, haben sich dort ins Exil begangen, aber Talas war tatsächlich in Syrien eine ganz prägende Figur in der Baas-Partei. Und er war, was hier im Kontext noch wichtiger ist, hartgesottener Antisemit. Jemand, der mit viel Werbe, kann man ja fast sagen, seinen Antisemitismus betrieben hat. Und von ihm stammt auch die denkwürdige Schrift Fatir Siyun, ja, das Brot Zions oder die Matzen Zions, Anfang der 80er Jahre bereits erschienen. Ein Buch, was es in der Antisemitismusforschung zu trauriger Berühmtheit gebracht hat, da es mindestens 6- oder 7-fach aufgelegt wurde in arabischen Buchverlagen. Es ist auch heute noch erhältlich und es behandelt die sogenannte Damaskus-Affäre des Jahres 1840. Vielleicht dazu 3 Sätze. Damals war es so, also 1840, dass ein Kapuzinermönch mit dem Namen Pater Tommaso mit seinem Gehilfen verschwand. Es kursierte dann in Damaskus schnell das Gerücht, es handelt sich hier um eine Entführung, die von Damaszenser Juden durchgeführt worden sei. Man hätte ihn ermordet und sein Blut dazu benutzt, Matzen zu backen. Ja? Also eine Ritualmordbeschuldigung, die hier in den Raum gestellt wurde. Und diese Ritualmordbehauptung wurde insbesondere vom damaligen französischen Konsul mit dem Namen Raty Metton vorgebracht und führte dann auch tatsächlich zu der Verhaftung etlicher Juden in Damaskus, ja. Sherif Pascha hieß der Mann, der das zu verantworten hatte, Statthalter, osmanischer Statthalter in Damaskus. Einige werden es vielleicht wissen, es kam in den darauf folgenden Wochen, also unmittelbar nach der Verhaftung, zu einer internationalen Affäre, in der sich die Briten einmischten, die Franzosen einmischten, die Deutschen einmischten. Und selbst Heinrich Heine hat in seinem literarischen Werk hierauf Bezug genommen, indem er schrieb, folgt man der Berichterstattung in den französischen Medien, so kann man sich tatsächlich des Eindrucks nicht erwehren, als ob die Juden zum Frühstück mit Blut gebackene Matzen zu sich nehmen würden. Ja, also das war sozusagen ja der Vorwurf, der hier im Raume stand. Das Ganze, das sei hier auch noch erzählt, endete mit einem Fermahn der osmanischen Pforte des Sultans, in dem der Prozess niedergeschlagen wurde, die verhafteten Menschen mussten freigelassen werden und der Sultan schrieb noch einmal in aller Deutlichkeit, dass eine Ritualmordbeschuldigung im islamischen Kontext keine Relevanz habe, dass man diese zurückweisen müsse, da der Islam so etwas nicht kennt. Das geschah im Jahr 1840. Was macht nun unser Mustafa Talas mit dieser Geschichte? Er schreibt dazu ein Buch und sagt, das war so. Das ist eine Tatsachengeschichte, mit der wir uns hier befassen müssen. Es beschreibt tatsächlich jüdischen Alltag, was sie an Verbrechen begehen und vieles mehr. Und in jeder neuen Auflage wurden neue Gruselgeschichten in diesem Buch weitererzählt. Ja, das ist sozusagen Mustafa Talas mit seinen Werken, die in Syrien tatsächlich in einem hohen Maße Verbreitung gefunden haben, aber auch in anderen Ländern.
Gut, meine Damen und Herren, was zeigen uns diese beiden Dinge, die ich Ihnen hier zum Anfang genannt habe? Also zum einen kann man sagen, der kurze Filmausschnitt zeigt vielleicht, der Antisemitismus in der islamischen Welt ist nicht so statisch, wie wir das manchmal vielleicht wahrnehmen möchten. Er ist nicht so fest und unveränderlich, wie das manchen erscheint. Also Veränderungen sind hier tatsächlich durchaus möglich. Und das Zweite, was wir sehen können, insbesondere im Wirken von Talas, dass wir, wenn wir den Antisemitismus dort betrachten müssen, es teilweise nicht mit einem originären islamisch motivierten Antisemitismus zu tun haben, sondern mit einem Antisemitismus, der sich aus vielen unterschiedlichen Quellen speist. Doch dazu gleich ein wenig mehr. Meine Damen und Herren, wenn man über Antisemitismus spricht, das tue ich ja hier, wie anderen tun es ja auch gleich, dann ist es natürlich wichtig, und das sollte man dann an der Stelle auch tun, man muss etwas dazu sagen, was meint man denn überhaupt mit dem Begriff Antisemitismus? Und wir haben ja, das sei hier vielleicht noch mal kurz erwähnt, seit dem Jahr 2000 ungefähr, eine sehr kontrovers verlaufende Debatte über Antisemitismus, wo darüber gestritten wird, was ist darunter zu verstehen und was ist nicht darunter zu verstehen, wo ist Israel-Kritik noch legitim und wo nicht. Das sind immer wieder Fragen, die uns hier befassen. Und deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, dass man, wenn man dieses Thema nimmt, man auch sagt, was man eigentlich damit meint. Und ich orientiere mich, das sei hier direkt gesagt, an der Definition der Antisemitismusforscherin Helen Fein, die den Antisemitismus beschreibt als, ich zitiere, eine anhaltende, latente Struktur feindseliger Überzeugungen gegenüber Juden als Kollektiv, die sich bei Individuen als Haltung, in der Kultur als Mythos, Ideologie, Folklore sowie Einbildung und in Handlungen manifestieren, die dazu führen und oder darauf abzielen, Juden als Juden zu entfernen, zu verdrängen oder zu zerstören. Selbstverständlich ist die Forschung weit über eine Definition hinaus und man kann in vielerlei Schriften unterschiedliche Kategorisierungen finden zum Thema Antisemitismus. Ich will hier nur eine anführen, das ist die von Wolfgang Benz. Er unterscheidet insgesamt vier Formen von Antisemitismus oder vier Kategorien von Antisemitismus. Zunächst einmal den christlichen Antisemitismus. Dieser bezeichnet die weitgehend religiös konnotierten Ressentiments gegenüber Juden vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Und klassische Narrationen darin sind die des Ritualmords, dazu hatten wir eben schon was gehört, des Brunnenvergifters oder des Wucherers. Die zweite Kategorie, die wir hier finden, ist der rassistische Antisemitismus. Und dieser basiert nach Benz im Grunde genommen auf einer bipolaren Anordnung, einer bipolaren Gruppenanordnung, in der die Juden als eine minderwertige Rasse konstruiert werden. Ihr gegenüber steht dann natürlich eine höherwertigere Rasse und ideologisch verortet ist dieser rassistische Antisemitismus natürlich in den von den Rassentheoretikern behaupteten Ungleichwertigkeiten der sogenannten Menschenrassen. Ja, das ist Ihnen ja sicherlich auch bekannt. Und dann haben wir den sekundären Antisemitismus, dieser entstand nach Benz, nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Deutschland. Und von großer Bedeutung ist hier die Schuldabwehr. Also es geht darum, im Grunde genommen die Schuld abzuwälzen. Und die wichtigste Narration hierin ist die, dass die Juden und Israel, dass die Juden quasi ein instrumentelles Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte haben und dass damit Schuldgefühle ausgelöst werden sollen. Und wir haben natürlich den antizionistischen Antisemitismus, der hier auch in unserem Kontext, wenn wir über Antisemitismus in der arabischen Welt sprechen, eine große Rolle spielt, der mit einer Täter-Opfer-Umkehr einhergeht. Also die Opfer werden zu Tätern und exemplarisch ist dann zum Beispiel hier die Auffassung, man könne Israel nicht kritisieren, ohne den Vorwurf des Antisemitismus auf sich zu ziehen. Damit einher geht oft die Behauptung, die Juden übten eine Zensur aus, die jedwede Kritik an Israel unterbinden.
Ähnliche Modelle gibt es natürlich auch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich will das hier nicht weiter vertiefen. Wichtig ist für uns in diesem Kontext vielleicht nochmal, dass diese Aufzählung dazu verleiten kann, dass man eine chronologische Abfolge der Phänomene konstruiert. Ja? Das ist schon auch etwas, was wir mitunter in der Literatur beobachten können. Und also die Idee ist dann, der christliche Antisemitismus sei vom rassistischen Antisemitismus abgelöst worden und der rassistische Antisemitismus dann vom sekundären und so weiter und so fort. Sie wissen schon, glaube ich, was ich damit meine. Ich hingegen denke, und da bin ich auch gar nicht alleine, dass dies nicht so ist. Also es ist keineswegs so, dass diese unterschiedlichen Kategorien von Antisemitismus einander ablösten, zum Verschwinden gebracht worden, sondern sie sind alle stets präsent. Und es ist tatsächlich ja so, man kann es sehr gut sehen bei Mustafa Glas, den ich eben angeführt habe, also dass die ursprünglich aus dem christlichen Kontext kommende Ritualmordbeschuldigung auf einmal im Nahostkonflikt in einem islamischen Land wieder aufgeführt wird, um Konflikte zu illustrieren und zu erklären. Insgesamt kann man daher in Anlehnung an Shulamit Volkov und Thomas Hauri tatsächlich davon sprechen, dass der Antisemitismus längst zu etwas geworden ist wie ein flexibler Code, ja? Also eine Art Baukastensystem, der dazu genutzt werden kann, unterschiedliche ideologische, religiöse Kontexte aufzuladen und gewisse Funktionen zu erfüllen. Ja? Das ist quasi meine erste These, die ich hier in den Raum stellen will, also dass der zeitgenössische Antisemitismus als flexibler Code funktioniert und man kann auch tatsächlich sehen, wenn man sich zum Beispiel mit Jugendlichen unterhält, egal wo sie herkommen, dass sie zwar die Narrationen kennen, aber nicht wissen, woher sie kommen. Ja? Also ihnen ist nicht mehr klar, aus welchen Quellen stammt das eigentlich und oft kommt es zu Mischformen, das heißt also, man nimmt zum Beispiel koranische Elemente, vermischt diese mit christlichen Elementen oder mit säkular-antisemitischen Auffassungen und meint dann, das steht irgendwo. Genau so unspezifisch bleibt es dann auch, also es steht irgendwo und bleibt im Unklaren. Gut, das vielleicht zur Einführung, also zu meinem Antisemitismusbegriff, also hier, wie gesagt, noch einmal, ich gehe davon aus, Antisemitismus ist eine Art flexibler Code. Man kann tatsächlich nicht mehr von diesem oder jenem Antisemitismus sprechen. Gut, wenden wir uns nun langsam aber sicher dem eigentlichen Hauptthema meiner kurzen Ausführung zu. Und da geht es dann um die Frage, zunächst einmal Islam und Antisemitismus. Welche Rolle, meine Damen und Herren, spielt hierbei der Islam oder konkreter, welche Rolle spielen eigentlich die islamischen Quellen und deren Interpretationen? Das ist ja etwas, was wir in der Debatte sehr häufig haben, dass darüber gestritten wird, na, das ist das, das ist das. Und in der mittlerweile doch sehr reichhaltigen Forschungsliteratur fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus. Das wundert ja auch nicht bei dem Thema. So hat der Theologe und Islamwissenschaftler Johann Buhmann bereits im Jahr 1990 die Studie vorgelegt, der Koran und die Juden, die Geschichte einer Tragödie. Sie sehen schon, wohin die Reise in dieser Schrift geht. Und Buhmann unterzieht hier tatsächlich die Stellung der Juden im Koran einer ausführlichen Analyse und er erläutert und interpretiert anhand der frühen islamischen Geschichte die koranischen Offenbarungen, die sich auf die Juden, auf die Suren beziehen, welche die Auseinandersetzungen Mohammeds, insbesondere mit den jüdischen Stämmen in Medina behandeln. Sie wissen es vielleicht, es war so, dass Mohammed mit seinen Leuten nach Medina auswanderte und er traf dort auf eine heterogene Gemeinschaft, und unterschiedliche Stämme, darunter auch drei jüdische Stämme, nämlich die Banu Nadir, die Banu Qurayza und die Banu Kaynuka, die ursprünglich allesamt ein Bündnis
machten. Dieses Bündnis ist auch noch erhalten, tatsächlich als Text, die sogenannte Gemeindeordnung von Medina, in der sozusagen der Umgang aller Gruppen festgelegt ist und der, in der auch die jüdischen Stämme tatsächlich als gleichberechtigte Partner im neuen islamischen Staatswesen anerkannt sind. Allerdings hielt dieses Bündnis überhaupt nicht lange, noch keine 2 Jahre. Es kam nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Krieges oder der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Mekkanern zu Zerwürfnissen in der Gemeinschaft, und das Ganze endete blutig. Das heißt, alle jüdischen Stämme mussten Medina verlassen und die Männer eines Stammes wurden sogar hingerichtet. Ja, also es hatte tatsächlich ein blutiges Ende, diese Geschichte. Und selbstverständlich finden wir zu diesem Hintergrund im Koran eine Vielzahl von unterschiedlichen Stellen, die darauf Bezug nehmen. Und häufig zitiert ist die Sure 5,13, in der es heißt, ich zitiere: Und weil sie den Bund brachen, haben wir sie verflucht. Und wir machten ihre Herzen verhärtet, so dass die Worte der Schrift entstellten und sie von der Stelle, an die sie gehörten, wegnahmen. Und sie vergaßen einen Teil von dem, wozu sie gemahnt worden waren. Und du bekommst von ihnen immer wieder Falschheit zu sehen. In diesem Kontext bedeutsam ist dann noch eine weitere Sure, die Sure 312, die nach dem endgültigen Bruch mit den medinensischen Juden offenbart wurde. Und ich zitiere diese auch: Erniedrigung kam über sie, wo man sie immer fassen konnte. Und sie verfielen dem Zorn Gottes und der Verelendung, und die Verelendung kam über sie. Dies dafür, dass sie nicht an die Zeichen Gottes glaubten und unberechtigterweise die Propheten töteten, und dafür, dass sie widerspenstig und in Übertretung waren. Für Baumann stellen die medinensischen Suren, die an dieser Stelle wegen ihrer Fülle nicht vollständig wiedergegeben werden können, für eine in, wortwörtlich sagt er, in Offenbarungen ausformulierte Entwicklungskette, die für das Verhältnis von Muslimen und Juden schicksalsträchtige Folgen haben. Denn, und so Baumann jetzt weiter, diese Offenbarungen erklären, wortwörtliches Zitat, wie der Wille Gottes für den Umgang mit den Juden aussieht. Wie der Wille Gottes für den Umgang mit den Juden aussieht, sagt Baumann an der Stelle. Baumanns Schlussfolgerung, meine Damen und Herren, in Bezug auf die medinensischen Suren, die übrigens mit der Sichtweise, das werden Sie vielleicht schon bemerkt haben, vieler Islamisten übereinstimmen, ja, die sehen das nämlich genauso, kann aus theologischer, aber auch aus historischer Perspektive durchaus mit gewichtigen Argumenten widersprochen werden. So hält unter anderem der islamische Theologe und Religionspädagoge Moana Torshid eine literalistische Lesart der koranischen Suren grundlegend für problematisch. Er sagt, ich zitiere, der Text wird als historische Information über alle Juden und Christen gelesen. Diese literalistische Lesart des Korans, die sich weder für den historischen Kontext noch für den tieferen Sinn der Aussagen interessiert, bietet eine Grundlage dafür, Judenhass im Namen des Islam zu legitimieren. Nach Horschids Auffassung geht es in dieser koranischen Judenkritik weniger um theologische Fragen, sondern vielmehr um politische Sachverhalte, die in damaligen Konfliktlagen ihre Ursache fand. Folglich kann man, so Horschid, die Verse nicht als im Wortsinn zu verstehende Handlungsanleitung auffassen. Und es kommt dazu, dass im Koran natürlich auch, das wissen Sie ja, eine ganze Reihe von Suren verzeichnet sind, in der die Juden selbstverständlich in einem weitaus positiveren Licht erscheinen. Gerne zitiert werden hier zum Beispiel die Sure 29,46, in der es heißt: Und setzt euch mit den Leuten der Schrift nie anders auseinander als auf eine möglichst feine Art. Feine Art, ja. Das ist unter anderem ein Zitat. Meine Damen und Herren, vielleicht deiner Exkurs zu dieser literalistischen Lesart des Korans. Das ist im Übrigen eine Grundproblematik, die wir ja nicht nur haben in Bezug auf den
Antisemitismus, sondern diese haben wir, das sehen wir ja bei der derzeitigen Geschichte um den sogenannten Islamischen Staat oder bei anderen radikal-islamistischen Bewegungen, dort ist das gängige Praxis. Also man nimmt einfach x-beliebige Koranstellen heraus, noch ein paar andere Hadith-Stellen dazu und sagt, so ist das. Ja? So ist das und anders kann es gar nicht sein. Vielen ist nicht bekannt, dass die Muslime selbst natürlich eine solche Lesart, zumindest in der Gelehrsamkeit, über die ganze Epoche des Islams immer abgelehnt haben. Es gibt schon seit dem 8. Jahrhundert die Wissenschaft des Tafsir, also der Auslegung. Und alle Muslime gehen ja davon aus, dass der Koran nicht in einem Stück geoffenbart wurde, sondern über einen Zeitraum von 610 bis 632, also über 22 Jahre, und dies immer anlassbezogen, ja? Also mit oder in einen bestimmten Kontext hinein. Und diese Spuren der Kontextualisierung finden wir im Koran höchst selbst, denn es steht dort geoffenbart in Medina oder geoffenbart in Mekka. Also das ist dann immer auch schon mal ein Hinweis, den wir hier haben. Und selbstverständlich kann man, Sie werden ja vielleicht mal den Versuch gemacht haben, den Koran zu lesen, das kann man nicht. Man kann ihn zwar lesen, aber man kann ihn nicht wirklich lesen, weil er ist voller Widersprüche. Ja? Hängt damit zusammen, dass die Offenbarungsanlässe unterschiedlich sind und die Bewertungen, die damit verbunden sind, auch unterschiedliche sind. Ja? Nehmen wir Christen und Juden. Mal sollst du sie nicht zu Freunden haben, das findet man so eher in den medinensischen Suren. Und in anderer Stelle findet man Verse wie La Ikraha Fidin in 2256, also es gibt keinen Zwang im Glauben. Oder an anderer Stelle hätte Gott gewollt, dass es nur eine Religion gibt, dann hätte er nur eine geschaffen, aber er will die Vielfalt und. Also das heißt, tatsächlich jeder kann diesen Text herausnehmen und kann ihn nach seinen Bedürfnissen in gewisser Hinsicht interpretieren. Ja? Aber selbstverständlich gibt es nach muslimischer Gelehrsamkeit nicht eine Beliebigkeit da drin, sondern es gibt den Versuch, eine exakte Wissenschaft zu beschreiben, mit der man diese Stellen beurteilt, dass man schaut, welcher Vers abrogiert welchen anderen Vers und so weiter und so fort. Was müssen wir hinzuziehen, um hier zu einer richtigen Sichtweise zu gelangen? Und dass man hier einen Dissens oft hatte, war auch normal. Ja? Also zum Beispiel der berühmte Korangelehrte Al-Jazari sagt im 16. Jahrhundert, der Koran ist wie ein Meer, dessen Boden wir niemals erreichen und dessen Ufer wir niemals betreten werden. Das heißt, er ist niemals ausinterpretiert im Ganzen. Ja? Das ist keine neue Auffassung von Muana Torshid, sondern klassische Gelehrtenauffassung in der islamischen Welt. Das vielleicht nochmal im Kontext hierzu, dass wir mit einer gewissen Vorsicht diesen literalistischen Textinterpretationen diese zur Kenntnis nehmen. Diese gibt es im Islam, das ist gar keine Frage. Diese hat es im Islam auch immer gegeben, aber sie waren zumindest bis jetzt nicht mehrheitsfähig. Das muss man in dieser Deutlichkeit vielleicht hier sagen. Gut, schauen wir jetzt im Weiteren vielleicht doch nochmal ein wenig auch in die islamische Geschichte. Wie war denn das Verhältnis der Juden, der nicht-muslimischen Minderheiten und der Muslime? Wie ist das denn abgelaufen? Wie war die jüdisch-arabische Geschichtserfahrung? Und einer, der uns hierzu sehr profund Auskunft gegeben hat, war Bernard Lewis in seinem berühmten Buch Jews of Islam. Haben wir tatsächlich eine exzellente Geschichtsdarstellung. Und er schreibt, und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen, relativ zu Anfang, Zitat: Die vereinfachten und idealisierten Berichte des 19. Jahrhunderts über die Geschichte der Juden in Spanien malen ein Schwarz-Weiß-Bild von christlicher Intoleranz und muslimischer Toleranz, wobei die Juden von einem zum anderen flüchteten. In den Jahrhunderten, in denen auf der Iberischen Halbinsel sowohl muslimische wie christliche Staaten existierten, gab es Orte, wo es die Muslime waren, die verfolgt und die Christen Zuflucht boten. In Nordafrika einerseits und in Persien und Zentralasien andererseits war das jüdische Leben vom späten Mittelalter an von wachsender Armut, Not und Erniedrigung geprägt. Nur in den zentralen Gebieten des Vorderen Orients, unter den Mamlukensultanen und weit mehr
Unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches konnten die Juden einen gewissen Status und einige Würde wahren und sogar eine Blütezeit erleben. Ja? Also was sagt uns Louis hier, meine verehrten Freunde? Es ist nicht einfach mit der Geschichte, wir haben beides. Wir haben sowohl einigermaßen gutes Auskommen miteinander und wir haben auch Phasen der Verfolgung. Und wir haben natürlich auch hierzu eine Vielzahl von Mythen. Ja? Also der Al-Andalus-Mythos beispielsweise, die Kultur der drei Ringe, Humbug, hat es vermutlich nie so gegeben, tatsächlich. Denn wir wissen auch davon, dass Al-Andalus immer wieder heimgesucht wurde von sehr radikalen islamischen Strömungen, den Almohaden, Almoraviden, den Berber-Dynastien, die von Nordafrika einströmten und den Umayyaden und den eher liberalen Muslimen den Garaus machten und ein strenges Regiment einführten. Aber es gab natürlich auch andererseits das Osmanische Reich. Es gab Bayezid den Zweiten, der nach 1492 die sephardischen Juden aufnahm. Ja? Und die konnten ohne Wenn und Aber in osmanischen Staatsgebieten siedeln, in Saloniki, in Istanbul und andernorts und konnten dort nach eigenem Reglement leben, hatten ihre eigene Familiengerichtsbarkeit im Millet-System und vieles mehr. Also es gibt alles, wenn Sie so wollen, in der islamischen Welt. Eine ähnliche Sicht wie auch Louis vertritt Norman Cohn in seinem Werk Unter Kreuz und Halbmond. Auch Cohn widerspricht genau diesem Mythos ungetriebter Harmonie und dem Gegenmythos, demnach die Juden in islamischen Gesellschaften stets Verfolgung erlitten hätten. Zwar hätten die Juden unter muslimischer Herrschaft immer wieder Verfolgung und Diskriminierung erlitten. Diese, so Cohn, nahm aber niemals das Ausmaß christlicher Judenverfolgung zum Beginn der Kreuzzüge an. Ja, sagt Cohn. Warum ist eigentlich auch relativ klar? Denn Cohen argumentiert weiter, im Christentum, so sagt er, im christlichen Europa war es so, dass die einzige bedeutende religiöse Minderheit, die es gab, waren die Juden. Sonst gab es keine. Ja? Es gab nur das Christentum und die Juden. Im Orient sah das immer anders aus. Das ist vielleicht etwas, was wir hier an dieser Stelle sehen müssen, dass der Orient und der islamische Herrschaftsbereich immer von einer gewissen Pluralität geprägt war. Ja? Es war sogar so, dass die frühen Eroberungswellen, also das Damaskus unter den Umayyaden, dass der Irak unter den Abbasiden, die Muslime waren in der Minderheit, meine Damen und Herren. Also die muslimische Herrschaft befand sich über einen langen Zeitraum, über mehrere Jahrhunderte, in großen Gebieten, stets in einer Minderheit und die anderen ethnischen und religiösen Gruppen bildeten die Mehrheit, waren aber beherrscht, das muss man hier klar sagen, ja. Also es gab große christliche Minderheiten, die aus dem ehemaligen Byzantinischen Reich stammten. Es gab bedeutende zoroastrische Minderheiten im Iran, Irak. Und es gab natürlich auch überall jüdische Minderheiten. Und mit diesen Minderheiten hat man sich im Grunde genommen arrangiert, ja, sozusagen vor dem Hintergrund einer römisch inspirierten Religionspolitik, die sagte, wir lassen die mal machen, ne? Und wir schöpfen die ab. Es gab eine Kopfsteuer, die Jizya. Und man kennt Berichte aus Damaskus, dass es gar nicht gern gesehen war, wenn zum Beispiel Christen oder Juden in den Islam eintraten. Warum nicht? Weil die Steuereinnahmen entfielen danach. Ja? Das ist Dinge, die heute oft vergessen sind. Also kurzum, im Orient war die Rolle der religiösen Minderheiten grundlegend eine andere als in Europa. Das muss man, glaube ich, bei der Beurteilung dieser ganzen Thematik sich auch nochmal deutlich vor Augen ziehen. Und noch etwas anderes, meine Damen und Herren. Anders als das Christentum, und hier sind wir jetzt in einer theologischen Dimension, war es so, dass das Judentum nach den Ereignissen in Medina in politischer und theologischer Hinsicht keine Bedeutung mehr spielte. Das Thema war erledigt. Ja? Also die Auseinandersetzung in Medina war beendet, der islamische Staat war gegründet, die jüdischen Stämme hatten in Medina den Machtkampf verloren und sie waren eine Minderheit mit gewissen Rechten, aber all die spielte keine große Rolle mehr.
also in den Diskussionen. Nur bei ganz wenigen Theologen finden wir ja nochmal explizite Auseinandersetzungen mit der jüdischen Theologie, so bei einigen schiitischen Autoren, bei Al-Kummi beispielsweise, der die Juden immer in einem sehr ungünstigen Licht darstellt, oder auch bei anderen Autoren. Aber das war nicht der Mainstream in dieser Zeit. Gut, wie gesagt, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass nicht überall eitel Sonnenschein war. Wie gesagt, wir hatten in der islamischen Welt auch immer wieder Dynastien, Herrschaften, Herrschaftssysteme, die doch stark von einem manichäischen Weltbild geprägt waren und die dann auch Juden und andere Religionsminderheiten verfolgten. Also unter anderem die Almohaden oder Almoraviden, die ich ja eben schon mal angeführt habe, oder die Safaviden im Iran. Auch dort gab es einen starken antijüdischen Einschlag. Gut, soweit ein kurzer Überblick über die Zeit bis zum Einbruch der Moderne. Meine Damen und Herren, die Geschichte der jüdisch-muslimischen, also die jüdisch-muslimische Geschichte endet natürlich nicht mit dem 19. Jahrhundert, sondern es ging natürlich weiter, es ging über die Damaskus-Affäre hinaus. Und man kann schon sehen, dass im Grunde genommen mit der Damaskus-Affäre in der Endzeit des Osmanischen Reiches so etwas begann, dass das Judenbild negativiert wurde. Ja? Also es setzte langsam ein, einerseits durch die christlichen, großen christlichen Minderheiten im osmanischen Bereich, die ständig Ritualmordbeschuldigungen hervorbrachten, auch nach dem Jahr 1840. Es kam zu hunderten Prozessen gegen Juden aufgrund von Christen vorgebrachter Ritualmordanschuldigungen, die dann teilweise auch von Muslimen übernommen wurde. Also das ist eine Geschichte, die wir dann schon tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobachten konnten und die dann in der jungtürkischen Revolution des Jahres 1908 nach und nach auch mit den harten Narrationen des säkularen Antisemitismus aufgeladen wurden, nämlich unter anderem die Narration, also dass der Niedergang des Osmanischen Reiches durch Juden eingeleitet wird. Und das hielt sich dann auch tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum, bis dahin, dass es den Vorwurf gab, also die Säkularisierung der Türkei sei ein Prozess, der von Juden nach vorne gebracht worden sei. Selbst Atatürk wurde bezichtigt, Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft zu sein und vieles mehr. Also wir haben tatsächlich in dieser Zeit dann schon den Einzug der Verschwörungstheorien, wie sie in den Protokollen der Weisen von Zion dargelegt sind. Aber doch eher in überschaubaren Anordnungen. Zu ändern begann sich dies tatsächlich erst nach 1948. Und warum? Das ist klar. 48, verheerende Niederlage der arabischen Streitkräfte gegen das junge Israel. Und im arabischen Sprachgebrauch gibt es dafür eigentlich ein Wort nur, ne, was die kennzeichnet. Die Nakba, also die Katastrophe, so nennt man dieses Ereignis. Und tatsächlich war hier etwas geschehen, was man nicht ganz begriff. Also wenn man so in die Literatur der damaligen Zeit hineinschaut, dann kann man feststellen, dass das Judenbild vorher eines war, die sind schwach, die sind eigenartig, deren Riten verstehen wir nicht, wieso werden die nicht einfach Muslime, warum machen sie das so? Aber man hielt sie auf jeden Fall nicht für wirkmächtig, man hielt sie nicht für Verschwörer und man hielt sie erst recht nicht fähig dafür, also große Weltreiche zu stürzen oder gar weiß ich nicht was zu machen. Ja? Also das gab es nicht und das setzte tatsächlich nach 48 insbesondere nach der Suez-Krise 1956 ein. Ja? Und es ist ganz interessant, meine Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, wer diese Propaganda dann auf den Weg brachte, ja, in der arabischen Welt, wer das war. Ja? Einer von ihnen kam aus Deutschland, Hauptschriftleiter von Wille und Weg, Verfasser ungezählter antisemitischer Schriften, Wilhelm von Leers. Ja? Er ging war zuerst in Lateinamerika, wurde nach Ägypten geholt und begann dort Propaganda zu machen für
das nazaristische Regime, ja? Also Erklärungspropaganda für das Vorhandensein Israels, war zuständig für die Konstruktion von Zuschreibungen, die man in den Medien nutzen konnte. Er war nicht der Einzige. In Syrien gab es Louis Haydn und noch eine ganze Reihe anderer Publizisten, die das taten. Teilweise, das ist ganz skurril, passten sie sich ihrem Milieu an. Also zum Beispiel Wilhelm von Leers trat zum Islam über. Ja? Also Ex-NS-Dingsbums und dann muslimisch. Ja? Aber der Antisemitismus blieb immer und stets der gleiche. Ja? Gut. Ein Markenstein ist hier natürlich dann tatsächlich auch die Verlegung der Protokolle der Weisen von Zion. Es gab bereits in 20er Jahren schon Teilübersetzungen, aber die erste massenhaft verbreitete Auflage erschien 1951 erst in arabischer Übersetzung und dann natürlich mit zahlreichen Neuauflagen und einer massenhaften Verbreitung wurde das immer mehr. Und interessant ist auch, dass diese säkularen Protokolle der Weisen von Zion sogar Einzug fanden in die Charta der Hamas. Ja? Ja, auch dort finden wir Auszüge der Protokolle der Weisen von Zion, die in der Charta der Hamas vermerkt sind. Also man sieht auch hier Verschwörungstheorien aus dem säkularen Raum in Europa ursprünglich generiert, erscheinen auf einmal bei einer islamistischen Organisation, die das dann alles schön zusammenpackt mit Islam und anderen Dingen. Ja? Das ist etwas, was wir hier beobachten können. Und das ist natürlich nicht von ungefähr so gewesen. Jetzt habe ich ja völlig mein Manuskript auseinander. Rede ich so weiter. Wie kam das? Einer der Ersten, der das sehr systematisch machte, war Said Qutb. Haben Sie sicherlich schon mal gehört. Aus der Muslimbrüderschaft hervorgegangen. Er gilt sozusagen als, man kann sagen, der Mao der islamischen Revolution ein wenig. Er ist wirklich ein ganz radikaler Vordenker und einer seiner Schriften heißt Ma'rakatuna ma'al Yahud, ne? Also unser Kampf mit den Juden, wo wir dann tatsächlich auch diese ganzen Dinge finden, nämlich der systematische Einbau von europäischen Verschwörungselementen, die man an den Koran rückbindet, ja? Also insbesondere an die medinensischen Suren rückbindet. Das ist, wenn man so will, eine Neuinterpretation vor der Folie des europäischen Antisemitismus. Ja? Die Genese eines neuen Typus von Antisemitismus, den es in dieser Art und Weise so in der arabischen Welt noch nicht gab. Und interessant ist, dass dies bereits Mitte der 50er Jahre erschien, wurde aber zunächst nicht rezipiert, ist klar, wegen panarabischem Sozialismus und Nationalismus. Also es passte in die 50er Jahre noch nicht hinein, aber dann später. Die Schrift wurde aufgegriffen von den Saudis, dann ab den 70er Jahren viel verlegt und verbreitet und wurde dann quasi ganz klarer Bestandteil der modernen, der militanten islamistischen Bewegung. Ja? Also das ist also ein Prozess, den wir hier dann beobachten können. Und dieser Prozess hält ja bis heute an. Also das ist also auch der Antisemitismus, den der Islamische Staat verbreitet oder andere Organisationen, der basiert im Grunde genommen immer noch auf diesen Texten. Ja? Das ist nichts Neues, was sie sich ausgedacht haben, sondern das ist das, was in diesem Schmelztiegel der Ideologien in den 50er Jahren generiert wurde. Ja? Blieb dann natürlich nicht dabei. Wir hatten klar Pamphlete, Bücher dazu. Und nun kam etwas, was uns dann auch irgendwann in Europa betraf, nämlich die Erfindung des Satellitenfernsehens und die Erfindung des Internets. Ja? Ab ungefähr Al Jazeera wurde gegründet, 96, ne, glaube ich, so um den Dreh rum. Al-Manar, glaube ich, etwas früher, 92, ich weiß es nicht mehr genau. Und interessant ist nun, dass man anfing, auf der Grundlage dieser Narrationen, die ja bereits in Literatur und Sachbuch, in Anführungsstrichen, ausbuchstabiert vorlagen, die goss man nun in Fernsehserien. Ja? Und zu wahrer Meisterschaft brachten es die Iraner mit ihrer Serie Saras blaue Augen.
die spielt in der Westbank und gezeigt wird die Geschichte eines israelischen Generals, der einen blinden Sohn hat. Und der General beauftragt jetzt, seine Schergen loszuziehen, ein palästinensisches Mädchen zu suchen mit den Augen, die passen für seinen Jungen. Ne? Dann schnappt man sich das Mädchen, operiert die Augen aus dem Jungen rein, ne? Und so weiter und so fort. Ich will nicht diese gruselige Geschichte erzählen, ist ja wirklich Dreck. Aber interessant ist auch hier die These, ja, die Juden als solche können alleine nicht existieren, sie können nur am Saume einer gesunden Volksgemeinschaft sich bedienen. Ja? Und also der Organraub, der Ritual-Dingsbums, all das spielt da drin auch wieder eine Rolle und wird mit dem Palästina-Konflikt gemischt. Das ist dann sozusagen etwas, was wir hier haben. Und wenn man sich diese ganzen Dinge anschaut, meine Damen und Herren, dann kommt man eigentlich nicht mehr umhin. Also weil wir hatten vor ein paar Jahren noch immer so eine Auseinandersetzung, in der es hieß, ah, es ist islamischer Antisemitismus. Ja? Was ist daran noch islamisch, meine Damen und Herren? Es ist eine Mischung von allem. Ja? Das ist auch etwas, was ich Ihnen hier mitgeben möchte. Islamisch ist der falsche Begriff dafür. Ja? Man kann vielleicht allenfalls sagen, der Antisemitismus ist islamisiert worden. Also man hat ihn rückgebunden an die Quellen, die man dort findet, an ungünstige Stellen, die das Judenbild so hervorbringt. Aber es ist auf jeden Fall nicht ein einfacher islamischer Antisemitismus. Das würde ich Ihnen gerne hier nochmal sagen. Und nun zum Schluss noch ein paar Sätze zu Zuwanderung, Antisemitismus, Zuwanderung. Und da sind wir schon ganz gut dabei. Wenn wir heute, also ich bin ja selbst auch in der pädagogischen Arbeit mit tätig, wenn ich mit arabischen Jugendlichen spreche aus, egal wo sie herkommen, Ägypten, Syrien oder von woanders wo, so hat natürlich jeder ein Bild zu Juden im Kopf. Ne? Und manche sind auch antisemitisch und es ist so, sie erzählen irgendwas. Ja, wir sind gegen die Juden, weil die haben den Propheten umgebracht. Ne? Zum Beispiel. Oder die haben das und das gemacht. Ne? Und im Koran steht das und das auch. Ne? So, also das heißt, man weiß gar nicht genau, wo steht, aber man hat eine Meinung. Ja? Also das heißt, die Narration fließt und ist nicht mehr kontextualisiert. Ja, das ist ganz wichtig, was wir sehen müssen, auch für die pädagogische Arbeit. Sie wird natürlich auch noch in der eigenen Herkunft in irgendeiner Form verortet, weil der Onkel und Vater hat vielleicht auch was gesehen. Aber kein Mensch, der 16 Jahre alt ist, heute kennt Said Qutb. Wer kennt den? Niemand. Ja? Keiner der Jugendlichen kennt Sarahs blaue Augen, was vor 10 Jahren lief. Auch nicht mehr. Aber die Narrationen sind da. Ja? Also sie wälzen sich weiter und gehen natürlich irgendwo hin und sie wandeln auch ihre Gestalt, je nachdem, wo man gerade ist mit den Dingen, die man hier hat. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es auch nicht sinnvoll, in der pädagogischen Arbeit mit Zuschreibung zu arbeiten, im Sinne von Flüchtlinge aus Syrien, da kommt doch der Mustafa Atlas her, ne? 30 Jahre hartgesottener Antisemitismus, ne? Fatih Siriun haben die alle in der Schule gemacht, die Eltern, ne? Die müssen wir jetzt präventieren, ja? Alle diese Jugendlichen. Meine Damen und Herren, in der Tat haben wir eine problematische Geschichte in Syrien, aber wenn wir anfangen, mit negativen Markierungen auf diese Jugendlichen zuzugehen, schaden wir der Sache vermutlich mehr, als dass wir nützen. Ja? Selbstverständlich müssen wir Antisemitismus, sofern er auftaucht, bearbeiten. Das ist doch gar keine Frage. Und es gibt ihn. Ja? Und es gibt ihn schon längere Zeit. Wir haben auch lange nicht hingeschaut. Ich weiß, es war das erste Mal 2000, als dieser Anschlag war in Düsseldorf, die Synagoge, Brandanschlag, das war der erste Anschlag, der von Migranten, von muslimischen Migranten gegen eine jüdische Einrichtung begangen wurde in Deutschland. Ja? Das war schon eine Zensur und wir hatten mehrere Vorfälle danach und in dieser Zeit, also bis hin zu 2014, wo es natürlich auch wieder im Kontext des Palästina-Konfliktes teilweise hoch herging. Aber nochmal, wir sollten bei der Titulierung der Phänomene und bei der Zuschreibung von Haltungen, die wir bei gewissen Jugendlichen oder überhaupt bei Migrantengruppen vornehmen, sehr vorsichtig sein mit Kontextualisierungen wie das ist islamisch oder das ist dieses und jenes. Tatsächlich von dem, was wir dort finden, lässt sich das nicht bestätigen. Das ist das, was ich Ihnen hier an dieser Stelle nochmal sagen will. Es ist hybrid in der Anlage. Die Narrationen sind angefüllt mit stofflichen Dingen aus ganz unterschiedlichen Epochen, aus ganz unterschiedlichen Dingen, aus ganz unterschiedlichen kulturellen und religiösen Kontexten. Und so muss man sie tatsächlich auch bearbeiten in der Pädagogik. Ja? Nicht als ein, ethnisch
religiös zu kontextualisierendes Phänomen, sondern als das Problem, wie es erscheint. Ja? Da müssen wir anfangen und möglichst ohne Zuschreibung. Denn Zuschreibung führt natürlich wieder zu Wir-Gruppenanordnungen. Zuschreibung führt oder verhindert ein gemeinschaftliches Wir, mit dem wir in der pädagogischen Arbeit tatsächlich weiterkommen können und vieles mehr. Ja? Also das ist so meine Bitte an Sie heute Abend nochmal. Und damit schließe ich jetzt. Dankeschön. Vielen Dank, Michael, für diesen spannenden Vortrag, der uns viele Anknüpfungspunkte für die Diskussion gegeben hat. Und wir freuen uns nun auf den Kommentar von Professor Omar Kamil. Er ist Politikwissenschaftler und war viele Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Simon-Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur der Universität Leipzig und später Professor für Politik und Zeitgeschichte des Nahen und Mittleren Ostens an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In seiner Promotion hat er sich mit dem Thema arabische Juden in Israel beschäftigt und 2012 mit einer Arbeit über die Holocaust-Rezeption in der arabischen Welt habilitiert. Zurzeit forscht und lehrt er parallel in Leipzig und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Herr Kami, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Ja, guten Abend. Ich bin jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Und zwar, weil der Michel hat jetzt dreiviertel Stunde geredet und ich komme aus der Region und wenn die Araber Eigenschaften haben, dann dazu gehört, dass sie sehr viel reden. Und ich muss das jetzt alles auf den Punkt bringen und zwar in 15 Minuten. Das zum einen die Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist dann halt Michel Giffer selbst, weil ich ihn sehr gut kenne und weil er mein Buch über den über Holocaust-Wahrnehmung rezensiert hat und hat geschrieben, dass unter anderem, ich kann mich nicht genau erinnern, aber er hat geschrieben, dass Herr Kamil sehr sachlich argumentiert und nicht polemisch. Und ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, weil ich möchte gerne Michel Giffer kritisieren. Und trotzdem sachlich bleiben. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie soll ich dann jetzt machen? Der Michel hat so viele Themen angesprochen. Syrien, Islam, Koran, Judentum, europäische Geschichte, deutsche Geschichte, Flüchtlingsfrage und so weiter und so fort. Wie kann man das alles auf den Punkt bringen? Ich versuche sehr diplomatisch zu sein und ich bediene oder ich hole einen Begriff aus der jüdischen Geschichte. Es gibt schöne Begriffe aus der jüdischen Geschichte. Als ich Hebräisch gelernt habe, fand ich das sehr schön, diese neuen Begriffe kennenzulernen. Und es gibt einen Begriff, ursprünglich aus dem Hebräischen, aber es ist aus dem Jiddischen, Tachlis. Und ich werde heute Abend Tachlis reden, wenn ich das so machen darf. Und konzentriere mich dabei auf drei, sagen wir mal so, vier Aspekte, die Michel mehr oder weniger angesprochen hat, zum einen, und zum anderen, über die wir immer reden. Und erlauben Sie mir, beim ersten Punkt über Islam und Judentum zu reden. Der Islam und das Judentum sind zwei Religionen, die sehr ähnlich, sehr viele Ähnlichkeiten haben. Beide sind Gesetzreligionen. Und wir lernen immer oder wir wiederholen immer wieder dieser Konflikt, der zwischen diesen beiden Religionen gibt. Und ich höre immer und immer wieder, dass dieser
Konflikte und wie wir heute gehört haben, was im Koran steht und was, was der Prophet mit Juden gemacht hat und so weiter und so fort. Und wir übersehen dabei eine Symbiose. Es gibt eine jüdische, muslimische Symbiose und eine Wechselwirkung von beiden Religionen, die gehen unter. Und erlauben Sie mir, über diese Symbiose kurz zu reden und dann rede ich über den Konflikt, über den Antisemitismus und noch zwei weitere Aspekte. Und das alles in 15 Minuten. Viele, die betonen diese konfliktäre Dimension vom Islam und Judentum, haben einen gemeinsamen Nenner. Egal, wer sie sind, und Michel hat Namen genannt, ich werde keinen Namen nennen, aber die Leute, die das hervorheben, diese konfliktäre Dimension, haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sind nicht Islamwissenschaftler, sie kennen weder Arabisch noch Persisch noch Türkisch, also diese Sprachen, auch Hebräisch nicht. Und sie betonen diese Dimension von Konflikt in beiden Religionen. Aber beide Religionen sind miteinander verbunden und verwurzelt. Es gab hier einen wunderbaren Rabbiner, der in Berlin gewirkt hat im 19. Jahrhundert. Und er hat ein Buch geschrieben über, was hat Mohammed aus dem Judentum übernommen. Und wenn man sich mit dem Islam auseinandersetzt, dann wird man sehen, wie sehr der Islam sozusagen, wie viel der Islam aus dem Judentum übernommen hat. Beispielsweise, dass die Muslime zuerst in Richtung Mekka gebetet haben. Beispielsweise Speisegesetze, also dieser Jerusalem. Dann kam Mekka. Oder Speisegesetze. Oder die Himmelfahrt von Propheten Mohammed nach der islamischen Tradition, wo Moses eigentlich eine Führungsrolle übernimmt. Das ist sozusagen die Prägung vom Judentum auf den Islam. Aber etwas, was man auch vergisst, ist die Tatsache, dass der Islam die jüdische Theologie geprägt hat. Maimonides, Mishnah Torah. Mishnah Torah in Maimonides übernimmt sozusagen die Rechtsgelehrsamkeit oder die Rechtsgeschichte, die Rechtsstruktur aus dem Islam, übernimmt sie fast 1:1 und überträgt sie auf das Judentum. Das Buch, das bis heute Geltung hat im Judentum, bei religiösen Juden, Shulchan Aruch. Wenn hier unter Ihnen Juden sitzen, dann werden Sie wissen, dass Shulchan Aruch ein, wenn ich übertreiben darf, ein muslimisches Buch, strukturell und inhaltlich, von Rabbi Karo verfasst im 16. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Strukturell haben wir mit einem muslimischen Buch zu tun, inhaltlich auch. Und daher, als die Ashkenazim dieses Buch entdeckt haben im 16. Jahrhundert, da war so ein polnischer Rabbiner, Ezarlis, der hat gesagt, das Buch ist wunderbar, wir können sozusagen nach diesem Buch leben, aber das Buch hat etwas, womit wir nicht leben können, es ist sozusagen islamisch geprägt. Und daher leben die Ashkenazim bis heute, die religiösen Ashkenazim, nach Shulchan Aruch, aber nicht Shulchan Aruch wie im Original, sondern mit einem weiteren Titel Mapa. Der Unterschied ist nur halt, dass Shulchan Aruch ist wirklich von diesem muslimischen Umwelt geprägt. In Mapa orientierte sich Rab Ezarlis nach diesem eher christlich geprägten Umwelt. Nun, wenn es eine gegenseitige und Wechselwirkung von Einflüssen gibt, warum gibt es diesen Antisemitismus im Islam? Warum gibt es diese Judenfeindschaften? Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich beantworte die anhand der Unterschied zwischen Situation von Juden im europäischen Kontext und die Situation der Juden im muslimischen Kontext. Die Juden waren im europäischen Kontext von Anfang an
ein Problem, ein theologisches Problem. Wenn wir den Gang der Geschichte, der europäischen Geschichte sehen und unterscheiden zwischen das christliche Europa, solange das christliche Europa sozusagen, solange Europa christlich geprägt war, waren die Juden ein Problem. Und zwar ein theologisches Problem. Und daher gab es diese Tradition der antijüdische oder christlich geprägte Antijudaismus. Der Antisemitismus, und Michel hat hier versucht, das zu definieren, der Antisemitismus ist vor allem ein Ausdruck der Säkularisierung, der Moderne, ein Phänomen der modernen Zeit. Man kann jetzt nicht nur sozusagen nach der Französischen Revolution nicht mehr judenfeindliche, religiös geprägte Ressentiment aussprechen. Man begründet das noch neu als etwas, was nationalistisch ist. Und somit will ich sagen, dass es sozusagen aus diesem theologischen Problem ein nationalistisches Problem entstand. Und dann kann man das weiterführen, der Weg zum Holocaust, aber das alles jetzt nicht für unsere, für das, was ich sagen will, relevant. Relevant ist, was ist das Problem mit den Muslimen? Womit haben die Muslime Probleme, wenn sie was mit Juden zu tun haben? Und glauben Sie mir, Muslime haben Probleme, wenn sie was mit Juden zu tun haben. Sie haben Bauchschmerzen. Und man muss sich fragen, woher kommt das? Es kommt mit der islamischen Geschichtserfahrung. Es hängt zusammen mit der islamischen Geschichtserfahrung. Die Muslime haben eine Ordnung schaffen können, eine islamische Ordnung, in der sie lange Zeit gelebt haben. Diese gesellschaftliche Ordnung sah vor, dass die Muslime im Zentrum stehen. Man ist Muslim. Und weil man Muslim ist, nicht weil man irgendeine Leistung gemacht hat oder gebracht hat, sondern weil man Muslim ist, man steht im Zentrum. Und dann gab es die Juden und die Christen. Beide waren sozusagen Simmis. Beide haben sozusagen Bücher anerkannt. Aber sie hatten einen Status. Nicht wie der Muslim, aber sie hatten einen Status. Und es gab einen feinen Unterschied zwischen Christen und Juden. Muslime hatten immer Angst vor den Christen, weil sie wussten, dass die Christen, hinter den Christen eine Macht steht, Europa. Ob Europa hinter den Christen steht oder nicht, das ist was anderes. Aber das ist die Vorstellung sozusagen aus einer islamischen Perspektive, dass die Juden, dass die Muslime, dass die Christen verdächtig sind. Die Christen, hinter den Christen steht Europa, hinter den Christen steht eine Macht. Und das sieht man übrigens in der Wirtschaftsgeschichte bis heute. Wenn Sie Damaskus besuchen, nee, heute können Sie nicht Damaskus besuchen. Wenn Sie Kairo besuchen, wenn Sie auf den Markt gehen, vor allem, ich merke, dass man in Deutschland Liebe hat für selber, dann werden Sie fortsehen, dass die Händler alle Christen sind, meistens Christen. Der Herrscher wollte sie unter seine Beobachtung haben. Hinter den, was Juden betraf, man hatte keine Angst vor Juden, überhaupt nicht. Wenn Sie die jüdische, islamische Geschichte sehen, dann werden Sie sehen, dass die Juden zwei Bereiche mehr oder weniger kontrolliert haben. Globale Handelsbeziehungen und Diplomatie. Globale Handelsbeziehungen und Diplomatie, weil man wusste, dass wenn man sozusagen jüdische Diplomaten oder Händler außerhalb von Gebieten des Islam schickt, man wusste, es gibt dort jüdische Gemeinden und Juden können dort irgendwie sich bewegen. Muslimische Händler und muslimische Diplomaten mochten im europäischen Mittelalter Europa nicht so sehr. Wenn man Berichte, es gibt ein sehr schönes Buch von Bernard Lewis über Muslime und wie sie Europa entdeckt haben. Muslimische Händler, muslimische Reisende wollten nicht nach Europa kommen, weil Europa hatte diese Tradition von Hammam. Europa war in Anführungsstrich nicht sauber genug. Das schreiben sie und deswegen wollten sie das nicht machen. Juden konnten Europa besuchen, weil es hier jüdische Gemeinden gab. Was will ich damit sagen? Damit ich zum nächsten Punkt komme und in 15 Minuten das alles fertig kriegen. Die
die Geschichtserfahrung mit den Muslimen besteht darin, dass unsere Juden schwach sind. Unsere Christen, da kann man nicht wissen, was wollen diese Christen. Aber unsere Juden sind sehr schwach. Und wenn ich jemanden habe, der schwach ist, ich kann ihm Streicheleinheiten geben. Ich kann ihn aber hauen, wenn er was nicht in Ordnung macht. Es entwickelt sich ein Bild in der Geschichte, dass dieser, mit Juden haben wir gar keine Konflikte. Mit den Christen haben wir. Oh ja, ausreichend. Kreuzritter. Oder Kolonialismus. Und dann kommt ein Moment 1948. Und dann kriegen wir als Muslime eine riesen Niederlage. Und zwar nicht von den Enkelkindern der Kreuzritter. Und auch nicht von den Kindern der Kolonialisten, Frankreich und England, sondern von Juden, unsere schwachen Juden. Wir machen eine Wette. Holen Sie die arabische Literatur-Tageszeitung von 1948 und sehen Sie, worüber klagen die Araber. Klagen Sie über Verlust von Palästina? Nein. Klagen Sie über die Toten? Nein, weniger. Sie klagen über die Natur des Siegers. Das sind nicht unsere Juden. Das sind nicht sozusagen unsere schwachen Juden. Und daher war sozusagen eine Erklärung notwendig. Man muss diese Niederlage erklären. Vor allem, weil sie sozusagen von diesem schwachen Gegner kommt oder von unseren schwachen Juden kommt. Und hier kommt ein zweiter Aspekt mit dem Antisemitismus. Der arabische Antisemitismus ist nicht mehr und nicht weniger als, wie soll ich sagen, Europa glänzt und sieht attraktiv aus. Und damit wir Kriege führen im Nahen Osten, brauchen wir Waffen, oder? Wir brauchen Spielzeuge. Und diese Spielzeuge kriegen wir von Frankreich, von England, von Deutschland, von USA. Und so wie wir importieren so die Waffen, importieren wir auch die Ideen. Und somit haben wir die Idee von Antisemitismus auch importiert, als Kampfmittel, mit einer Funktion. Und es schadet nicht, dass wir diese Idee, dieser Import auch mit ein bisschen, so wie Michel sagt, islamisieren. Und belegen wir das sozusagen mit islamischen Ideen. Völlig absurd, dass man als muslimischer Autor übernimmt die Idee von Teig und Blut und Blut Christi, was völlig gegen sozusagen die Grundzüge des Islam ist. Wie wir das gesehen haben bei diesem Fall von Mustafa Atlas. Aber es ist wichtig, dass man, auch wenn es gegen den Islam ist, aber als Kampfmittel, als Waffe, so wie ich Waffen aus der Waffenmarkt importiere, importiere ich auch Ideen. Und das ist dieser Antisemitismus sozusagen als Idee, um zu erklären, warum meine schwache Jude so mächtig ist, so Waffe tragen kann, so gegen mich kämpfen und sogar Palästina erobern. Die arabische Führung war immer sozusagen in Not, sowas, so eine Art dieser Erklärung zu liefern. Und noch ein Aspekt, was heute angesprochen wurde. Ich kann eigentlich sehr viel reden, aber ich weiß, jetzt habe ich nur 3 Minuten Zeit. Gut. Und dann können Sie mich fragen und dann kann ich die Fragen beantworten. Ich sage nur 1,5 Minuten jeweils für einen Punkt. Ich habe den Eindruck, wenn wir in Deutschland über Antisemitismus diskutieren, über jüdische, islamische Geschichte diskutieren, diskutieren wir überhaupt nicht über den Islam und auch nicht über Juden, sondern wir diskutieren über die eigene Geschichte.
Und ich kann Ihnen Beispiele geben. Die gesamte deutsche Diskussion über Amin al-Husseini ist eine Diskussion über die deutsche Vergangenheit. Ein Beispiel dafür, es gab eine wunderbare Forschungsgruppe, die hat gearbeitet über Amin al-Husseini und hat versucht zu zeigen, dass Amin al-Husseini gehandelt hat, nicht ideologisch, sondern in Form von der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und es gibt ausreichende deutsche Wissenschaftler, die schreiben, dass Amin al-Husseini eigentlich ein Nazi ist und Amin al-Husseini war nationalsozialistisch mehr als die Nationalsozialisten selbst. Wenn man sich mit dieser Geschichte befasst, dann sieht man, dass es eigentlich, wir haben eine Diskussion nicht über Amin al-Husseini und nicht über die Region, sondern über die deutsche Vergangenheit. Amin al-Husseini, und das ist etwas, was unterscheidet Antisemitismus in der Region von Europa. Wir haben in der Region einen Konflikt. Und solange dieser Konflikt herrscht, wird dieser Antisemitismus als Waffe eingesetzt. Irgendwann, wenn man, und ich glaube fest daran, wenn dieser Konflikt gelöst wird, wird auch eine Aufarbeitung der Geschichte, der arabische muslimische Geschichte geben. Diese Aufarbeitung der Palästina-Frage wird auch eine Aufarbeitung arabischer Nationalismus. Und dieser arabische Nationalismus hat hässliche Gesichter. Jeder Nationalismus hat hässliche Gesichter, oder? Wir können das aus der deutschen Geschichte und wir können das aus jeder Nationalgeschichte. Und zu den hässlichen Gesichtern des arabischen Nationalismus, der arabische Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert, ist Amin al-Husseini. Und diese Aufarbeitung, wenn es eine Lösung gibt, dann gibt es diese Aufarbeitung auch, was Amin al-Husseini betrifft. Eine Minute noch zum etwas, was wir zum Thema Flüchtlinge und Integration. Ich habe das Wort Tachles benutzt, um Tachles zu reden. Es gibt noch ein Wort. Dieses Wort heißt Chutzpah. Versuchen Sie mir zu helfen, wie man das übersetzen kann. Im positiven Sinne. Ja, genau, im positiven Sinne. Und das ist eine Chutzpah, dass wir in Europa im 21. Jahrhundert über Integration von Muslime reden in Frankreich und Deutschland und England, als wären diese Muslime oder als wären diese Muslime noch in Damaskus, in Syrien oder in Kairo, Ägypten oder in Marokko. Wir haben mit Menschen, die hier leben, und weil sie hier leben, sollen wir auch Ansätze Made in Germany finden. Und diese Ansätze, und ich sage Ihnen, und ich will nicht über das Thema Flüchtlinge reden, aber weil Michel darüber gesprochen hat, wollte ich das sagen, es ist eine Riesenherausforderung. Es ist eine Riesenherausforderung. Und wenn ich das von weit weg verfolge, die deutsche Debatte, da redet man über sehr viel, kommen Sie zu uns, kommen Sie nicht zu uns. Sie sind schon da. Sie sind schon da und wir diskutieren immer noch, ob Sie kommen oder nicht kommen. Und man diskutiert über viele Aspekte, aber ein Aspekt fehlt in dieser ganzen Debatte oder wird wenig angesprochen, Bildung. Das gibt es kaum. Niemand redet darüber. Und dann gibt es eine riesengroße Herausforderung für die deutsche Gesellschaft. Eine Herausforderung, die die Amerikaner sehr gut bewältigen konnten. Es gibt in Amerika ein Holocaust-Museum. Dieses Holocaust-Museum hat sich entwickelt zu einem Museum nicht nur für Holocaust, sondern für Genozid, für das Schicksal der Indianer, für das Schicksal der Schwarzen und damit einen Riesenbeitrag geleistet hat in Amerika, dass Amerika nicht nur eine Gedächtniskultur hat, sondern Amerika hat mehrere Gedächtniskulturen, ebenso Kanada. Und wir in Deutschland haben wir lange darüber diskutiert, ob wir eine
Migrationsgesellschaft oder nicht? Ich glaube, wir sind jetzt uns einig, dass wir Migrationsgesellschaft sind, weil sie da hier sind. Und jetzt ist jetzt die Frage, sind wir in der Lage auch zu akzeptieren, dass in Deutschland mehrere Gedächtniskulturen existieren oder nicht? Und wenn ich sage Gedächtniskulturen, dann heißt das nicht, damit ich nicht missverstanden werde, ich finde es gut, dass jemand antisemitisch argumentiert. Überhaupt nicht. Der Holocaust, der Antisemitismus ist ein Kern der deutschen Geschichte und damit auch ein Kern der Gedächtniskultur in Deutschland. Der Holocaust und der Antisemitismus ist nicht der Kern der Geschichte von Mohammed, Ahmed, Ali, Mustafa und Omar. Nein, der Kern ist die Kolonialerfahrung. Und die Frage ist, können wir in Deutschland damit leben, dass es verschiedene Gedächtniskulturen existieren, miteinander existieren? Oder werden wir arbeiten oder leben zusammen nach dem Konkurrenz und wer und Rang und Geltung, wer mehr akzeptiert oder wer mich nicht akzeptiert? Ich weiß, ich habe sehr viele Fragen angesprochen, nicht ausreichend, und ich weiß, dass es jetzt nicht 15 Minuten, Frau Schumann guckt mich so an, und daher höre ich jetzt auf, danke ich Ihnen und wir haben die Diskussion. Dankeschön. So, vielen Dank auch nochmal an Omar Kamil, an beide Referenten. Ich glaube, was deutlich geworden ist, dass das Thema so facettenreich ist, dass viel von Ambivalenzen, Uneindeutigkeiten, Grauschattierungen die Rede war. Und auch alleine die eine Frage, die Ursprünge des Antisemitismus in der arabischen Welt schon in so viele Richtungen weisen. Also ich sage nur dieses nochmal zusammenfassend auf den Punkt gebracht, das eine Stichwort, geht es jetzt um einen Import oder vielleicht eher um einen Reimport von Antisemitismus aus bestimmten Herkunftsregionen, aus denen Einwanderung stattfindet? Wie verhält es sich zu der Frage Realkonflikt und Feindbilder im möglicherweise eben auch in klarer Abgrenzung zur Tradition des Antisemitismus in Europa durch den Israel-Palästina-Konflikt. Das ist also ein ganzes Spannungsfeld und ich habe sehr, sehr viele Fragen, aber Sie sicherlich auch. Deswegen stelle ich meine jetzt erstmal zurück und würde sagen, wir haben zwei Saalmikrofone, das ich gleich mal eröffne, wir ein bisschen sammeln. Und genau, wenn Sie wollen, dann melden Sie sich bitte und hier vorne in der ersten Reihe bitte. Wir sammeln, also zeigen Sie mir bitte, ja, und dann dort in der, genau, Herzens. Ja, ich bedauere sehr, erstmal herzlichen Dank. Die Vorträge waren klasse, wunderbar und ich finde das ganz toll. Ich bedauere, dass kein jüdischer Wissenschaftler hier ist, der dazu auch noch von seiner Seite Ausstellung nehmen kann. Ich bin Jüdin, aber ich bin nur Jüdin. Ich lebe das. Mehr nicht, aber ich möchte trotzdem noch einiges sagen. Und zwar zum Antisemitismus. Ich bin der Meinung, und da kann ich also auch sagen, neben mir noch ein paar jüdische Wissenschaftler, dass Antisemitismus nicht im Mittelalter existiert hat. Dort war es Judenhass, Judenfeindschaft, Antijudaismus und so weiter. Der Antisemitismus ist eine deutsche Erfindung von Treitschke, Marr und Stöcker so um 1888 rum. Und die haben etwas Neues gebracht, nämlich wie Sie sehr richtig sagten, keinen religiös begründeten Judenhass, sondern einen ethnischen, ein Blut und Boden Antisemitismus. Und Antisemitismus, die waren noch nicht mal so weit informiert, gebildet oder sonst was, dass sie gar nicht auf Antisemitismus geachtet haben, denn die semitischen Sprachen
Sprachbereiche fassen auch die arabischen Länder mit ein. Die sind Semiten, also sind nicht nur Juden Semiten, sondern auch alle arabischen Sprachen mit eingeschlossen. Und ich bin der Ansicht, dass der Antisemitismus natürlich seinen Höhepunkt hatte bei Hitler und mit der Vernichtung derjenigen, die sich gar nicht dagegen wehren konnten, weil sie schlichtweg jüdisch waren und dagegen nichts machen konnten. Entschuldigung, Sie ein bisschen unterbreche. Wir haben nur sehr viele Wortbeiträge, deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie eine ganz konkrete Frage noch an beide Referenten haben, dass Sie die noch schnell loswerden, weil wir sonst sozusagen in die Bredouille kommen, dass die anderen nicht zum Zuge kommen. Keine Frage mehr. Okay. Ich wollte das nur ergänzen, weil es mir wichtig erscheint. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Dann das Wort an den Herrn in der... Sie wissen schon, genau. Ja, okay. Danke auch. Ich fand beide Vorträge auch sehr, sehr gelungen. Und mir kam so der Eindruck, dass als wir über den Antisemitismus in der arabischen Welt gesprochen haben, da hat der Herr Kiefer erwähnt und Herr Kami hat das auch aufgenommen, als sei das so ein bisschen von den Christen tatsächlich ausgegangen, also als die Ritualmordvorwürfe in der Damaskus-Affäre, aber auch danach wurde das erwähnt. Und da habe ich mich gefragt, hängt das mit der Mission zusammen, die da auch parallel stattgefunden hat von europäischer Seite, oder ist das tatsächlich was ganz typisch Christliches, was ganz tief religiöse Wurzeln hat im Christentum selbst? Mhm. Danke. Und dann war noch eine Frage hier bei Ihnen. Ist das Mikrofon? Ich bin hier. Achso, Sie haben sich schon das Mikro, ja. Ich habe Sie nicht gesehen. Okay, dann stellen Sie zuerst und dann geben wir zurück und dann machen wir eine zweite Runde, bitte. Erstmal vielen Dank für diese beiden Ausführungen. Und es war also eigentlich konträr in meiner Auffassung. Ich bin zum Teil ein bisschen zufrieden, weil viele Gedanken hat Herr Kamal also übernommen. Ich habe wirklich Probleme mit sogenannter Wissenschaft, islamischer Wissenschaft. Ich lebe seit über 30 Jahren hier und ich bin eigentlich von zu Hause Techniker, aber ich habe mich befasst mit dieser sogenannten islamischen Wissenschaft. Und ich denke, die islamische Wissenschaft muss eine Revolution, also in dieser Wissenschaft stattfinden. Und damals scheint mir entstanden, als die Muslime nicht da waren, da mussten jetzt eigentlich die Muslime das übernehmen, damit über sich selber berichten. Und das authentisch und auch zumindest wahrheitsgemäß. Ich habe den Verdacht, meisten islamischen Wissenschaftler, wie Sie das beschrieben, sind Tischexperten. Sie sitzen zu Hause oder sie lernen etwas und berichten über das. Das war auch Kant damals und ich glaube, Sie gehen auf diese Tradition. Noch eine, also ich bin der Meinung, also dieser Antisemitismus gewissermaßen ist nicht unbedingt, das beschreibt die Beziehung zwischen Juden und Muslimen. Ich denke, statt Antisemitismus, also da wäre lieber, dass man die Beziehung zwischen Muslimen und Juden geschichtlich, aber auch das Höhe und Tiefe mit den beiden. Ich meine, es gab positive Bilder, auch in der Zeit der Nase. Vielleicht Mohammed al-Khamis hat auch die Juden in Marokko geschützt von der Nase, vor allem von den Franzosen. Und das ist ein positives Bild. Also es ist nicht alles anti. Und ich persönlich hätte ich auch nach den 60er Jahren, nach dem sogenannten Sechstagekrieg in der Uni, ich habe einen Kommilitonen, einen jüdischen Kommilitonen, wir haben zusammengearbeitet, wir haben gar keine Probleme miteinander, wir haben gestritten natürlich, aber trotzdem haben wir die Prüfung zusammengelegt. Okay, danke. Dankeschön. Gut, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz sozusagen zusammengefasst, also es wurde ganz konkret einerseits nach der Rolle christlich-europäischer Missionare, Diplomaten in diesem sozusagen Export vielleicht des Antisemitismus aus Europa gefragt, vielleicht auch dazu anschließend die Rolle christlicher Minderheiten sozusagen von Christen, arabischen Christen. Also ich glaube, die erste Übersetzung der Protokolle der Weisen von Zion ins Arabische kam sozusagen aus diesem Milieu. Vielleicht kann man das ein bisschen kontextualisieren und ich hätte daran anschließend eben die Frage, auch welche Rolle säkulare Milieus spielen. Also wenn wir natürlich immer von Muslimen und Juden sprechen, dann kleiden wir das auch in religiöse Terminologie, aber
Wir haben viel auch von nationalistischen sozusagen Milieus gesprochen. Sie haben zu dieser Rezeption, auch Holocaust-Rezeption, auch in diesen Nationalisten oder sozusagen unter anderem auch bei arabischen Nationalisten geforscht. Welche Rolle spielt eigentlich sozusagen dieses säkulare Milieu? Also ist es eigentlich sozusagen immer islamisch, wenn wir von Muslimen sprechen, oder müsste man nicht stärker auch nach den Milieus unterscheiden? Und der Herr hatte auch noch konkret gefragt nach den Schattierungen von sozusagen Reaktionen auf den Nationalsozialismus am Beispiel auch Nordafrikas und auch möglicher Hilfen, also vielleicht auch die Spannbreite, das, worüber Sie eigentlich habilitiert haben, an Reaktionen auf den Holocaust, auf den Nationalsozialismus. Vielleicht könnten wir das auch noch mit reinnehmen in so eine Runde auf dem Podium jetzt. Wer fängt an? Ja, zunächst möchte ich mich bedanken für Ihren Hinweis. Sie haben natürlich vollkommen recht. Also der Begriff Antisemitismus, er wurde von Wilhelm Marr geprägt, 1876, glaube ich, erstmalig verwandt. Und seitdem haben wir ihn, dieser tatsächlich auch problematische Begriff, der ja im Grunde genommen nicht genau das meint, was er in sich trägt, denn Antisemit ist eine philologische Kategorie des Semitismus. Aber gut, das ist so, das können wir nicht mehr ändern. Der Begriff ist seitdem in der Welt und wir leben damit. Zur Damaskus-Affäre und den Ritualmordbeschuldigungen, die danach folgten, insbesondere im Osmanischen Reich. So müssen wir natürlich sehen, dass schon die Damaskus-Affäre war Spielball auf dem internationalen Parkett. Das osmanische Reich seinerzeit in einer stetigen Abwärtsbewegung und quasi Konkursmasse für die Kolonialmächte. Also die Russen, das Zarenreich hielt sich hartlos, die Briten hatten Ambitionen, die Engländer hatten Ambitionen. Und selbstverständlich gab es auch immer Bemühungen, die religiösen Minderheiten nach Kräften zu instrumentalisieren, um koloniale oder kolonial motivierte Interessen durchzusetzen. Und das war im Osmanischen Reich natürlich ganz stark der Fall. Wir sehen es in der Damaskus-Affäre ja auch. Der entscheidende Protagonist war ein französischer Konsul. Ja? Also nicht irgendwer, nicht die Muslime, nicht die Osmanen, nicht die Engländer, sondern ein französischer Konsul. Und die internationale Reaktion war eine, die geschlagen wurde von dann Briten, die sich auf die Seite der Juden stellten und anderen Kräften. Also kann man sagen, die Geschichte wurde nach Kräften instrumentalisiert. Ja? Also Minderheitenpolitik war auch damals schon ein Instrument der Machtpolitik. Das kann man in aller Deutlichkeit sagen. Der Hinweis auf negative Ereignisse in der islamischen Geschichte, auch in den 30er, 40er Jahren, selbstverständlich ist das so, dass es in der muslimischen Welt, zum Beispiel im Vichy-besetzten Teil Nordafrikas, viele Muslime gab, viele Imame gab, Gelehrte gab, die sich dem Antisemitismus widersetzt haben, die versucht haben, den Franzosen ins Handwerk zu pfuschen, die versucht haben, etwas zu tun für die jüdischen Minderheiten, die dort lebten. Also das ist tatsächlich auch etwas, was wir hier haben. Und selbstverständlich sind wir gehalten, das ist dann natürlich in so Vorträgen, die oft mit holzschnittartigen Betrachtungen einhergehen, es ist oft nicht möglich, exakt die Milieus zu beschreiben, die wir eigentlich beschreiben müssten. Also unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Bilder der gesellschaftlichen Gruppen, mit denen man zusammenlebt, das ist kein einheitlicher Brei, sondern tatsächlich immer sehr, sehr, sehr verschieden gewesen. Und dieser Pluralität, das räume ich ein, konnte ich auch in meinem Vortrag in der Kürze der Zeit gar nicht gerecht werden. Ja, vielleicht ganz hier am Anfang, weil Sie gemeint haben, hier sind keine jüdische Wissenschaftler. Im Nahen Osten, wenn ich über Juden rede, ich bin der jüdische Wissenschaftler, weil ich zuständig bin für diese Fragen. Aber Spaß beiseite, Sie haben eine Bemerkung im Raum gemacht und ich kriege immer auch Bauchschmerzen. Ich habe auch Gründe dafür, warum ich auch Bauchschmerzen bekomme. Semiten und Antisemiten, es gibt sehr viele im arabischen Raum, die dann halt immer sagen, wir sind Semiten. Mhm. Wie die anderen Semiten sind wir Semiten, wir können nicht antisemitisch sein, weil wir selbst Semiten sind. Mhm. Das ist absurd. Mhm. Antisemitismus, wie wir ihn kennen im europäischen Geschichte, war eine gegen die Juden gerichtete Bewegung. Und ich bin kein Freund von diesen Teilung der Menschen in Semiten und Nicht-Semiten, weil wir wissen aus der Geschichte, wohin das geführt hat. Das war sozusagen so eine Bemerkung, dass das wird immer so betont.
zu den Übersetzungen von antisemitischer Literatur. In der Tat haben Christen einen Riesenbeitrag geleistet, nicht weil sie Christen sind, weil wir uns so vorstellen können, wir sind im 19. Jahrhundert, Damaskus-Affäre, dann kommt die Dreyfus-Affäre, die wurde nicht erwähnt, die hatte eine Riesenwirkung, aber wir müssen uns so vorstellen, die Europäer kommen, wir sind im 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der Europäer, die öffnen Schulen, die Schulen werden besucht von Juden und Christen, innerhalb von 50 Jahren kontrollieren sozusagen durch Bildung Juden und Christen Verwaltung, nicht aufgrund von irgendeiner Verschwörung, sondern vor dem Hintergrund, dass sie jetzt über die Lingua Franca verfügen. Sie sprechen die Sprache der Europäer, sie sprechen die einheimischen Sprachen und die haben die modernen Wissenschaften. Und das bedeutet für sie natürlich einen Aufstieg gegenüber den Muslimen, aber gleichzeitig eine Konkurrenz zwischen Juden und Christen, damit sie mehr sozusagen Gunst bei den muslimischen Herrschern gewinnen können. In diesem Konkurrenz entstand diese antisemitische Literatur. Diese antisemitische Literatur wurde nicht berücksichtigt von der muslimischen Mehrheit damals, weil sie entweder nicht lesen und schreiben kann oder weil sie die Autoren Christen waren. Das interessiert sie nicht, also das, was die schreiben. Die neue antisemitische Literatur, die wir heute haben, heute im Sinne von nach 48, ist mehr oder weniger die gleiche, die alte von Christen im 19. Jahrhundert, aber nicht berücksichtigte Literatur, die wurde aufgegriffen und neu bearbeitet. Das ist so, das ist eine Sache. Eine letzte Sache, ich muss die Islamwissenschaft in Schutz nehmen. Nein, nicht ja. Ich sage Ihnen gleich, warum. Schauen Sie mal, wenn Michael Kiefer hier steht und bemüht sich über den Islam, über den Koran, über das und jenes und so weiter und so fort. Ein Europäer, ich habe manchmal Mitleid mit den Europäern, weil sie sich so auseinandersetzen mit Begriffen, mit Geschichte von jemand anders. Natürlich kritisiere ich den Orientalismus und so weiter und so fort, damit ich nicht missverstanden werde. Aber was ich hier betonen will, wir haben in der islamischen, im arabischen Raum noch nicht angefangen mit einem Begriff, ich hole immer Begriffe von außerhalb, mit einem Begriff so aus der deutschen Geschichte, Aufarbeitung der Geschichte. Wir haben unsere Geschichte noch nicht aufgearbeitet. Ich sehe sozusagen diesen arabischen Frühling als der Beginn von einer Aufarbeitung der islamischen Geschichte. Muss man unterbrechen. Geschichte. Vielen Dank. Das hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun, zu dem hier eigentlich eingeladen worden ist. Können Sie die ersten drei Zeilen mal bitte lesen von der heutigen Veranstaltung? Also ich bitte Sie. Über die Geschichte, das ist okay, was ja, Sie sagen, über Sie die können, Geschichte. Nein, ich möchte ganz kurz unterbrechen. Bitte hören Sie mir einen Augenblick zu, das ist jetzt sozusagen das Machtwort der Moderatorin. Wir können alle Kritik äußern, aber bitte lassen Sie uns eine Diskussionskultur bewahren, die sozusagen die Referenten jetzt nicht angreift als irgendwie völlig am Thema vorbei. Ich denke, Sie haben beide in Ihren Vorträgen sehr stark Bezug genommen auf das Thema, zu dem Sie eingeladen wurden. Bitte äußern Sie Ihre Frage konkret an, was Ihnen jetzt noch fehlt. Die Frage ist, was hier in den drei ersten Zeilen geschrieben wird. Seit die Zahl der Flüchtlinge aus den arabischen Ländern angestiegen ist, wird vermehrt die Frage diskutiert, ob sich mit dieser Einwanderung auch der Import eines Antisemitismus aus den Herkunftsländern verbindet. So, wo haben Sie darüber gesprochen? Jetzt müssten Sie den Text natürlich noch weiter vorlesen, weil dann kommen nämlich die Fragen, über die wir heute gesprochen haben. Ich denke, Michael Kiefer kann darauf noch etwas sozusagen sagen. Der Punkt ist ja, es wird diskutiert als Ausgangspunkt. Noch weiß man über die syrischen Flüchtlinge und deren Einstellung und Haltung. Dazu liegen bislang noch keine Studien vor. Es ist erstmal über den Antisemitismus in diesen Herkunftsländern gesprochen worden. Wir wollten uns dem Thema nähern, um zu schauen, aus welchen Herkunftskontexten kommen die Leute. Denn das war sozusagen der Punkt. Dann war das auch ein Missverständnis. Aber vielleicht kannst du, Michael, noch was dazu sagen. Ja, natürlich. Also zunächst einmal kann man tatsächlich nicht über etwas reden, was nicht erforscht ist. Ich halte es hier ganz mit Adorno, der mal gesagt hat, das Meinen ist eine Form des Denkens, das seinen Gegenstand noch nicht hat. Und diesen Gegenstand haben wir einfach gar nicht in dieser Hinsicht. Und schauen Sie, was habe ich getan? Ich habe darüber gesprochen,
Wie sah es aus in Syrien vor dem Bürgerkrieg? Welche Leute haben da gearbeitet? Ich habe exemplarisch einen Kandidaten vorgestellt, eben diesen Mustafa Tlaas. Ich habe sein Wirken dargestellt. Ich habe versucht darzustellen, was dieser Mann getan hat, wie die Propaganda aussah in Syrien. Dann, aber kann ich mich hier vielleicht, weil das ist eine direkte Anschlussfrage, das finde ich einen interessanten Punkt. Kann man denn sagen, dass in einer Diktatur, Syrien ist immerhin eine Diktatur gewesen, so Staatspropaganda, dass man ausgehen kann, dass das 1:1 jetzt sozusagen die von der Bevölkerung adaptiert wird? Also inwieweit ist das, was du gemacht hast? Genau, also das ist ein relevanter Punkt. Das ist schlicht und ergreifend Kaffeesatzleserei. Ja. Wir haben keine einzige Studie aus Syrien, die Auskunft darüber gibt, wie antisemitisch die Bevölkerung dort war oder ist. Die haben wir nicht. Und wir haben auch keine Studien über die Flüchtlinge, die nach hier gekommen sind. Das sind Mutmaßungen, die kann ich gerne mit Ihnen anstellen, aber wir sind hier im Bereich des Meinens. Ja? Um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, das sind Spekulationen, dafür muss man kein Wissenschaftler sein, das können alle tun, das ist auch ein Grundrecht, jeder kann sich äußern zu irgendetwas, aber ich kann dazu keine Expertise liefern, es gibt keine, ganz einfach ist das. Darf ich dazu was sagen? Nein, es tut mir leid, weil ich so weit weg bin, beobachte ich das alles. Ich wundere mich immer, das Stichwort Diktatur. Wir wissen, dass diese Leute aus einer Diktatur kommen. Und wir tun, als ob wir ja so nicht wissen, wie man mit Diktaturen umgehen kann, beziehungsweise mit Leuten, die aus diktatorischen Gegenden gekommen sind, obwohl wir eine Erfahrung haben 1989 mit einem Land aus der Diktatur und wie man damit umgehen könnte. Und ich glaube, ich habe das in meinen 15 Minuten betont, dass das Thema eine Riesenherausforderung ist und dass man darüber wenig redet. Was mich wundert, in Deutschland gibt es die Mechanismen dafür. Gibt es die Erfahrung mit der Diktatur? Das zum einen gibt es eine Tradition in Deutschland, die heißt bildungspolitische Arbeiten seit 1945 bis heute, ohne jetzt Institutionen mit Namen zu nennen. Das gibt es. Es gibt in Deutschland so verschiedene Möglichkeiten, wovor ich dann Angst habe, wir reden immer über unsere Ängste. Aber wir reden nicht sozusagen, wie man mit dem Problem umgehen kann. Ich meine, eine pädagogische sozusagen Intervention führt ihr ja durch, auch in Form der Radikalisierungsprävention, in der Arbeit mit muslimischen Jugendlichen. Das sind jetzt noch nicht die syrischen Flüchtlinge, über die Sie sprechen, aber das sind sozusagen Jugendliche aus verschiedenen Herkunftsländern, muslimisch, mit muslimischem Hintergrund. Vielleicht kannst du dazu doch aber auch noch ein bisschen was sagen. Also was sind die Ansätze, mit dieser Problematik umzugehen, in der pädagogischen Arbeit, der Präventionsarbeit. Da bin ich also für dieses Thema jetzt der Falsche, da hätte man dann jemanden von KIGA einladen müssen oder aus anderen Projekten, die da natürlich tolle Sachen machen. Also seit vielen Jahren in Kreuzberg, das ist ja kein Thema, was neu ist, sondern das Thema ist in der Pädagogik seit der Al-Aqsa-Intifada gegenwärtig und auch in Deutschland zu Hause. Ja? Also diese Problematik, dass auf Handys, auf Smartphones Bilder gezeigt werden von toten Kindern, dass das Emotionen auslöst, dass Dinge dann antisemitisch interpretiert werden, dass Antisemitismus seine Runde macht. Das sind Dinge, die seit vielen Jahren, seit 16 Jahren in der pädagogischen Arbeit Gegenstand sind. Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage macht das an über 1000 Schulen, an über 1000 Partnerschulen wird das alltäglich gemacht und gelebt. Und das reicht oft nicht, das ist doch gar keine Frage. Wie so oft reichen unsere Interventionen in diesem Bereich nicht, auch nicht im Bereich der Homophobie, auch nicht im Bereich von vielen anderen Dingen, von antimuslimischem Rassismus, den es ja auch noch gibt, das sei vielleicht auch nochmal angemerkt. Also wir haben so viele Probleme, zu denen wir arbeiten müssen, aber was man sagen kann, ist, dass das Thema schon gesehen wird. Also es ist jetzt nicht so, als ob das ganz neu ist, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Okay, nochmal einmal eine letzte Runde mit 3 Wortmeldungen, bitte Sie und dann hinten die Damen. Es wurde jetzt ja schon viel über den Import oder den Export des europäischen Antisemitismus in den arabischen Raum gesprochen und ich finde das auch wichtig, dass das so gesehen wird, weil sehr häufig halt eine Abspaltung betrieben wird und so getan wird, als ob die Diskussion oder die Probleme, die woanders auf der Welt bestehen, nichts mit uns zu tun haben. Trotzdem hört es sich für mich doch sehr, sehr kaufmännisch an, wenn man vom Import spricht. Und Sie hatten das ein bisschen angesprochen. Es ging da um 48 und darum, dass dieser Verlust oder
dieser Sieg als Kränkung, als tiefe Kränkung empfunden wurde. Und ich frage mich so ein bisschen, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, wie ist das zu verstehen, also dieser Import? Wird denn nicht, also wenn man sich den Antisemitismus, die Entstehung des Antisemitismus in Europa anschaut, zu einer Zeit, in der das ganze Sozialgefüge irgendwie revolutioniert wird, die feudale Gesellschaft abgeschafft wird, eine Säkularisierung, wie schon gesagt wurde, des christlichen Antijudaismus stattfindet, wie all diese Prozesse vielleicht in ähnlicher Weise, also der Zerfall des Osmanischen Reiches, das Kairo der 20er Jahre, ein Melting Pot der Weltanschauung, also das ganze Konglomerat, was es auch in den europäischen Großstädten gab, sprich Sozialismus, Nationalismus, Sozialromantizismus, inwiefern quasi die gesellschaftlichen, sozialen Umbrüche ähnlich sind und inwiefern dann ein Import des Antisemitismus überhaupt effektiv und erfolgreich ist. Vielen Dank. Die Dame hinten und dann noch hier vorne. Achso, Entschuldigung. Jetzt. Das Problem, dass immer die Mikros an Stellen sind, wo sozusagen nicht die Hände sind, aber jetzt haben Sie das Mikro, dann fragen Sie doch schnell und dann ist die Dame hinten dran. Mhm. Mein Name ist Liliane Siemert, ich komme vom Ballhaus Naunienstraße, einem Theater hier in Berlin um die Ecke. Ich habe eine ganz konkrete Frage anschließend an Herrn Kamils letzten Fragen eigentlich, die ich mit aufgreifen möchte und auch vielleicht von Ihnen beantwortet haben möchte. Ich bin ja etwas frech. Und zwar sprechen Sie ja von oder fragen Sie, ob es in Deutschland möglich sei, verschiedene Gedächtniskulturen zu erlauben, ihnen einen Raum zu bieten. Und es gab, vielleicht haben das einige mitbekommen, in den letzten Wochen eine große, einen großen Aufruhr innerhalb der Berliner Kunstlandschaft, als in einem Bündnis der Refugee Club Impulse wurde. Ein bisschen näher ran. Also der Refugee Club Impulse ist eine der wenigen Theatergruppen, die in Deutschland von Geflüchteten sich selbst organisieren. Und für einen deutschlandweiten, also für einen Theaterpreis nominiert wurden vom Bundeskulturministerium und auch für andere Projekte sich beworben hat und in den letzten Wochen dann eine Medienkampagne erfahren musste, die ihm, diesen Refugee Club Impulse, antisemitische Propaganda unterstellt oder zumindest nachsagt, ganz konkret einigen der Angestellten in diesem Refugee Club Impulse, in diesem geflüchteten Theaterprojekt. Die Konsequenz dessen war, dass eben die Anträge, der Preis, die Nominierung zurückgezogen wurden, eine Hochnominierung, also hochdotierte Nominierung zurückgezogen werden musste, sodass das Projekt nun vielleicht nicht mehr weitergeführt werden kann, aufgrund dessen, dass die finanzielle Grundlage abgeschnitten wurde. Und jetzt konkret die Frage, wenn also ein Projekt, das mit Geflüchteten, zumeist eben aus der arabischen Welt oder zumindest aus der muslimischen Welt, sich in Deutschland Antisemitismus Vorwürfen gegenübergestellt sieht, wenn es doch aber vor allen Dingen eben das eine das gemeinsame Thema gibt, Israel-Palästina als Konflikt. Wie kann man also diese zwei Kulturschreibungen in Deutschland erlauben, ohne zu sagen, ihr müsst das aber jetzt so erklären, wenn es doch aber nicht die Erfahrung und die Geschichts- und die Kulturerzählung von Geflüchteten ist. Können Sie kurz vielleicht sagen, was der Vorwurf konkret war? Also was war sozusagen die antisemitische, was war der antisemitische Gehalt, der vorgeworfen wurde? Ich glaube nicht, dass alle im Raum wissen, was die konkreten Vorwürfe waren. Es ist sehr ich komplex. Ja, vielleicht, konkret, dass Sie es ganz, konkret ganz wurde, einfach also wurde, wurden Bilder gezeigt, wo Angestellte dieses Refugee Club Impulse bei der Al-Quds-Demonstration beteiligt waren. Und genau. Und war das dieses AWO-Projekt? Oder? Ja, richtig, genau. Okay. Also dann einfach die konkrete Frage nach, wie kann man dann in der Praxis eben mit diesen unterschiedlichen Kultur- und Geschichtsvorstellungen umgehen? Mhm. Einfach. Mhm. Okay, danke. Gute Frage. Wir sammeln noch die dritte Frage, genau jetzt die Dame hinten, bitte. Okay, meine Frage war, Herr Kamil, Sie hatten irgendwie angekündigt, dass Sie ein bisschen widersprechen würden und vielleicht war es auch den 15 Minuten geschuldet oder so. Ich habe die Tacheles nicht ganz kapiert. Also, oder vielleicht könnten Sie beide auch noch mal sagen, wo sind genau die Punkte, wo Sie
also als Wissenschaftler sich widersprechen würden. Ich will jetzt hier keinen persönlichen Krieg auslösen, aber ich habe nicht ganz die verschiedenen Ansätze oder Punkte, worum es geht, verstanden. Sorry. Gut, aber das ist jetzt keine konkrete Frage. Jetzt kann nicht Herr Kami noch mal 15 Minuten seinen Kommentar wiederholen. Das wäre sozusagen, aber dann bitte noch Sie mit der konkreten Frage und dann schließen wir das. Ja, meine Frage ist, schließt sich an das an, beziehungsweise war was Ähnliches wie die Rednerin hier hinter mir. Also mich interessierte Herr Kamel auch noch ein bisschen ausgeführt, vielleicht 2 Minuten, diese These, die Sie am Schluss aufgestellt haben, dass wir in der Lage sein sollten, auch in Deutschland mehrere Gedächtniskulturen zu ertragen. Und dann sprachen Sie kurz, habe ich aufgeschrieben, den Begriff Gedächtniskulturen der Kolonialerfahrung. Also das war mir jetzt, ich bin keine Wissenschaftlerin, bin nicht in diesem Kontext hier zu Hause, den Sie alle gut kennen, aber mich würde das auch konkreter noch ein bisschen näher ausformuliert interessieren, was Sie damit gemeint haben. Also, okay, es sind so viele Fragen jetzt an Herrn Kamel. Da muss ich noch mal herkommen, um Vorträge zu halten über all die Themen. Aber ich versuche sozusagen, beide Fragen zu beantworten. Und für die Dame ganz hinten, ich habe ja nur 15 Minuten gehabt. Ja, also geben Sie mir noch mehr 15 Minuten, dann mache ich den Herrn Kiefer fertig. Nein, nicht heute stärker. Abend. Nein. Ich bin stärker, ich kann besser boxen. Ja, bevor das jetzt losgeht. Und jetzt Gedächtniskulturen. Es gibt kein Rezept. Es ist unsere Aufgabe, dieses Rezept zu schreiben. Es gibt nicht sozusagen ein Rezept, wo ich Ihnen sage, man muss das 1, 2, 3, 4, 5 machen. Natürlich gibt es dieses Rezept, aber der Mensch mag selbst die eigene Erfahrung machen und lernen. Und daher ist es ein, ich nenne das sozusagen diese Herausforderung, die wir jetzt haben mit den Flüchtlingen, es ist ein Prozess. Es hätte mich gewundert, wenn so ein Vorfall nicht stattfindet. Ja? Weil wir kommen sozusagen aus zwei verschiedenen Welten. Und der eine schreit und der andere möchte den anderen aufklären. In Deutschland gibt es diesen Aufklärungsansatz. Man möchte sozusagen die Syrer, die kommen, aufklären. Und die Syrer wollen einfach, wenn sie herkommen, wollen sie schreien. Und sie schreien mit dem, was sie tragen. Und das, was sie tragen, ist nicht immer nett. Und daher werden sozusagen wir in einem Prozess versuchen, kennenzulernen, wie wir miteinander umgehen. Der Vorteil von diesem Prozess, dass wir in einem neutralen Land leben. Neutral im Sinne von, dass Deutschland mit dieser Region keine koloniale Geschichte, eigentlich, wie man das so schön sagt, die Franzosen sagen und die Engländer immer, wir haben traditionelle Beziehungen zu dieser Region. Ja, das ist ja Umformulierung. Das ist ja Umformulierung für die koloniale Vergangenheit. Deutschland hat diese traditionelle Beziehung zu der Region nicht. Sie hat eine andere Beziehung, aber das macht Deutschland neutral und daher eine Voraussetzung dafür, dass wir sozusagen, und daher komme ich zu dem zweiten Punkt, dass wir sozusagen einen gemeinsamen Weg finden. Und hier kommt zu diesem Punkt von Gedächtniskulturen. In allen kolonialen Gesellschaften wie Frankreich oder England, vor allem diese beiden Staaten, gibt es Gott sei Dank etwas, was wir nicht in Deutschland haben. Michel kann mich korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Es gibt Ecken, wo der Staat nicht vorhanden ist. Also in Frankreich, also wenn man nach Paris geht, da gibt es so Ecken, wo sozusagen Nordafrikaner leben und der Staat ist nicht vorhanden im Sinne von so eine Freizone. Es gibt Konflikte vor dem Hintergrund dieser Kolonialgeschichte. Es gab, damit ich das deutlich mache, es gab vor 4, 5 Jahren in England einen Vorfall, wo eine Lehrerin gesagt hat, ich werde die Geschichte mit dem Holocaust nicht unterrichten. Und dann natürlich gab es eine Riesendiskussion in England darüber und die Frau sagte, vor mir sitzen Kinder, die sagen mir, wir haben mit dieser Geschichte nichts zu tun. Wir haben eine andere Geschichte. Eine koloniale Vergangenheit mit Großbritannien und die Briten im Übrigen haben die Rechnung bis jetzt noch nicht bezahlt. Und das ist etwas, was vorhanden in diesen Migrantengruppen oder Gemeinden oder Gemeinschaften
Sie sehen etwas, und Michel kann das auch korrigieren, weil ich nicht mit den Leuten arbeite, ich versuche das so zu interpretieren. Sie sehen etwas, diese Migranten, die hier kommen, sie sehen, wie sensibel das Thema Holocaust und Antisemitismus ist. Und sie sehen gleichzeitig, dass ihre eigene Vergangenheit wird nicht erwähnt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe zu Hause bei mir habe ich über ein Buch über den Holocaust geschrieben. Und habe ich die Kolonialgeschichte, also die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Und dann kam meine Tochter einmal zu mir nach Hause und sagt mir, Papa, das, was du Mama erzählst, ist einfach Quatsch mit dem Kolonialismus. Und ich fragte sie, warum? Sie sagte, weil wir in der Schule darüber nichts hören. Wir hören in der Schule über den Holocaust, über den Antisemitismus. Was richtig ist, weil das ist die Vergangenheit der Residenzgesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft. Aber die anderen, die kommen, die haben eine andere Geschichte, nämlich die koloniale Geschichte. Und über die koloniale Geschichte redet man nicht. Bis jetzt ist eine offene Rechnung. Und ich werde behaupten, dass es viele, die dann zu Michel kommen und etwas Antisemites sagen, sie machen das bewusst. Weil sie wissen, wenn sie was Antisemites sagen, verletzen sie die aufnehmende Gesellschaft. Und sie verletzen diese aufnehmende Gesellschaft, weil diese aufnehmende Gesellschaft berücksichtigt sie und ihre Bedürfnisse nicht. Und hier ist der Moment, konkurrieren wir zusammen und sagen, ja, ihr müsst das lernen. Und die anderen sagen, nein, 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 wir brauchen unsere Abrechnung und unsere koloniale Vergangenheit muss vorhanden sein. Oder kommt das, was wir haben in Kanada und in den USA, dass mehrere Gedächtniskulturen zusammen existieren. Das ist die Herausforderung. Okay. Also, ich gebe dir vollkommen recht, dass mit diesen Gedächtniskulturen ist ungemein wichtig und wir erleben ja derzeit in Frankreich beispielsweise auch eine erbitterte Auseinandersetzung genau dazu. Wer streitet sich ganz aktuell? Gilles Kepel und Olivier Roy über die Hintergründe, wieso sind unsere Jungs aus den Banlieues alle Salafisten? Ja, das ist die Frage, die dort diskutiert wird. Wieso haben wir hier diesen hausgemachten Terrorismus? Wieso gehen die nach Syrien, kommen zurück und bringen alle unsere Leute um? Und Kepel sagt genau das. Er sagt, das ist eine Folge des Algerienkrieges, unter anderem. Roy widerspricht, er sagt, so einfach ist das nicht, wir müssen andere Dinge mit reinbeziehen. Aber es ist, Kepel sagt, wir müssen sehen, dass die Algerien-Erfahrung, ja, dessen, was dort geschehen ist, dieser außerordentlich blutige Krieg, der die Republik ja auch maßgeblich geprägt hat, bis heute wirkt. Er wirkt. Ja. Hier haben sich sozusagen Identitätsbildungen vollzogen, die bipolar sind und die Radikalisierung offenbar sehr leicht ermöglichen. Ja, das ist so, aber tatsächlich ein Szenario, was in dieser Art und Weise nicht ganz für Deutschland zutrifft, aber was hier natürlich auch beobachtet werden kann, dass die Menschen, die hier hinkommen in ihrer Geschichte, nicht gesehen werden, tatsächlich nicht gesehen werden und sozusagen gezwungen werden, in die Dinge der deutschen Geschichte einzutauchen, ohne dass sie dafür tatsächlich ein Gespür haben. Das ist eine Problematik, die wir hier sehen müssen. Das andere ist nochmal, die Frage war von Ihnen mit den Diskursen. Das ist genau richtig, was Sie sagen, denn wir tun immer so, als ob wir in Europa einen Diskurs führen und 30 Jahre später einen in der arabischen Welt oder und dann 30 Jahre später noch irgendwo nochmal einen anderen. Tatsächlich ist das nicht so, sondern wir sind alle immer in der gleichen Zeit und wir sind alle immer mit den gleichen Ideologien auseinandergesetzt. Das beste Beispiel ist Said Qutb. Noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, zu untersuchen, warum Qutb ein neues revolutionäres Subjekt entwirft, nämlich den islamistischen Kämpfer. Ja? In Anlehnung an den französischen Existenzialismus im Übrigen. Ja? In Anlehnung an Camus. Diese Dinge waren ihm vertraut, nämlich dass man sich selbst neu erfindet als revolutionäres Subjekt. Das hat Qutb gemacht in seiner Revolutionsideologie. Und das ist nicht rückschrittlich, sondern das ist auf der Höhe der Zeit der damaligen Diskurse. Ja? Das ist Said Qutb, deswegen war er so wirkmächtig dann später auch. Und die anderen Dinge finden wir genauso. Es gibt nie das aus der Zeit sein. Anderes Beispiel. Wir tun immer so, als ob die Türkei das rückständigste Land auf der Welt wäre. Die Türkei hatte die Gleichheit der Religionsgemeinschaften im Tanzimat-Reformprozess 1856 mit dem Hatte-Sharif von, weiß ich jetzt nicht mehr, realisiert. 1876 osmanische Verfassung, vollständige Gleichheit
aller osmanischer Untertanen, ohne Ansehen der Religion, Verbot von Folter, Rechtsstaatlichkeit, bürgerliche Rechte. 1876. Hat nicht lange gehalten, aber auch daran können Sie erkennen, dass unsere Diskurse, wie wir über diese Welt sprechen, hinten an auch ist. Weil wir immer unterstellen, ah, die rezipieren uns jetzt mit bestimmten Ideen. Die gab es immer. Die Rezeption dessen, was in Europa war, wenn auch nicht in den breiten Massen, aber in den gebildeten Minderheiten, gab es das immer. Und es war sehr wirkmächtig. Das kann man gerade sehen an den frühen Reformern. Jamal al-Afrani, den haben wir heute Abend nicht gewählt, Rashid Rida und wie sie alle geheißen haben, also islamisch geprägte Reformagenten, wenn man es mal so formulieren will, die alle auf der Höhe ihrer Zeit waren, die nicht diskutiert haben, hey, wir müssen zurück zu den Salafasali, wir machen das so mit kurzen Hosen und irgendwie gestrickten Käppis. Nein, so waren die Diskurse nicht. Ne? Und auch die gestrickten Käppis sind übrigens nicht von gestern, das sind Entlehnungen aus der Hip-Hop-Kultur. Wir sind immer, kurzum, wir sind immer mittendrin. Ja? Alle sind immer mittendrin und das ist wichtig zu sehen. Also ich denke, es war ganz klar, das Thema ist absolut nicht erschöpft und es gibt noch viel Diskussionsbedarf, da es aber auch erste Auflösungserscheinungen ganz klar gibt und der Erschöpfungsgrad, denke ich, für heute Abend zumindest erreicht ist, danke ich nochmal ganz herzlich, nochmal den beiden Referenten, dem Publikum und ich denke, beide sind aber auch noch ansprechbar, wenn es jetzt nochmal 15 Minuten wird, Herr Kamil nochmal sozusagen seiner Zeit opfern.